Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Knarrhart durchgeleuchtet. Ja, die EU beschließt ein Ölembargo gegen Russland. Chinesisches Militär klaut Wissen von deutschen Forschern. Die EU will über die Chatkontrolle das letzte bisschen digitales Briefgeheimnis abschaffen. Und wir küren unsere Figur des Monats. All das mache ich nicht alleine, denn ich bin Chris. Und ich bin Savas. Ja, wir starten. Ich hab gerade gesehen auf YouTube, Amber Heard gegen Johnny Depp, die neue Krimiserie, die die USA elektrisiert. Es schauen tatsächlich fast 800.000 Leute zu. In einem Livestream. Es ist immer mal wieder erstaunlich. Ja, also fast so viele Leute wie bei uns am Podcast. Also, Ja, ja. noch nicht. Also gut, in den schlechten Zeiten sind es ja bei uns 800.000. Law and Crime Network. Ich weiß nicht, ob das ein offizieller Sender vom Staat dann ist oder ob das ein privater hier Anwaltssender ist oder sowas, aber es ist doch krass, mit was beschäftigen sich die Leute denn? Aber da steckt ja auch wieder dieses Vogue gegen Anti-Vogue dahinter, was dann in den USA wieder instrumentalisiert wird und Team Amber Heard und die ist bestimmt geschlagen worden, die arme Frau, und dann Team Johnny Depp, ja, das ist der arme Mann, der nur der Goldesel war und jetzt ja, nicht respektiert wurde in der Beziehung und ja, missbraucht wurde seelisch und bla 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 bla. Es ist wirklich erstaunlich, wie krass diese Spaltung momentan funktioniert. Ja, es ist halt eigentlich eine private Angelegenheit, die in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Und ich glaube halt, der Grund, wieso es so beliebt ist, ist einfach, weil man natürlich, weil es ja auch eine Form von Unterhaltung ist und man sich dadurch irgendwie nochmal so eine Bestätigung abholen kann, dass auch Celebrities oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, einfach auch in Anführungszeichen normale Menschen sind, die halt die gleichen Probleme haben wie wir auch. Und nur bei denen wird es dann natürlich auch millionenfach angeschaut. Also das ist halt der Unterschied. Ja, aber die politische Komponente dahinter ist wahrscheinlich schon das, ja gut, klar, viele schauen sich's vielleicht aus einem gewissen Voyeurismus heraus an, wenn dann zwei kaputte Persönlichkeiten dann ihren Rosenkrieg austragen, weil Johnny Depp hat ja wirklich dann anscheinend ja Suchtprobleme und Amber Heard ist ja dann irgendwie, scheint ja eine ziemlich narzisstische Narzisst, und gestörte Persönlichkeit zu sein. ja. Also, ja, ist vielleicht auch nicht die beste Mischung für eine Ehe, für eine funktionierende. Klar, da ist ein gewisser Voyeurismus dabei, aber dass man sich da so reinsteigern kann und dann jetzt hier stundenlang vorm Rechner sitzt und sich diese Verhandlungen anguckt, wo es um nichts Relevantes geht, Ja, außer. klar, ich glaube, viele natürlich, es schauen auch viele Fans zu, dementsprechend von Johnny Depp natürlich. Der hat ja auch eine große Fangemeinde international. Also ich glaube, dass halt viele einfach dann aus dem Grund zuschauen und auf der anderen Seite natürlich auch viele wahrscheinlich Frauen oder Aktivistinnen, die halt dann auf der Seite von Amber Heard stehen. So deswegen. Ja, genau. Ja gut, wir wollen dem nicht weiter unsere wertvolle Sendezeit widmen und unsere unglaubliche Reichweite von 900.000 Live-Zuschauern, Live-Zuhörern, weil wir haben ja immer noch mehr Reichweite als dieser Trial, ne? Haben wir ja gerade festgestellt. Ja, es hat sich nicht so großartig viel verändert, seitdem wir das letzte Mal gepodcastet haben vor 2 Monaten. Scholz liefert weiter Waffen, jetzt geht's Richtung Raketenwerfern. Es kam heute die Meldung. Ja, es ist ja logisch, dass da die Logik dahinter, hinter diesen Waffenlieferungen, ist ja immer dasselbe. Ja? Jetzt lieferst du Raketenwerfer, ja, was ist denn der nächste Schritt? Ne? Also wo ist denn überhaupt die Grenze und darf man überhaupt darüber nachdenken, eine Grenze zu formulieren? Also es muss ja irgendwie immer weitergehen, wenn du einmal damit angefangen hast. Und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Und ja, Elon Musk rettet die Meinungsfreiheit. Ist auch noch so ein Thema in diesem Monat gewesen. Ja, genau, da gab es ja auch die Diskussion mit Twitter, dass Elon Musk Twitter, die Mehrheit an Twitter erwerben möchte und anscheinend auch geplant hat, Trump dann wieder zurückzuholen auf die Plattform, also seine Sperre aufzuheben. Und wurde dafür dann als derjenige gefeiert, der quasi die Meinungsfreiheit hochhält. Ja,
Ich weiß nicht, wie ist deine Meinung dazu, zu dem ganzen Thema? Ja, mich interessiert es jetzt nicht großartig, ob der Twitter kauft oder nicht. Es sei denn, er gibt uns ein bisschen mehr Reichweite, dann supporte ich ihn auf jeden Ja, Fall. genau. Und Generaldebatten ein bisschen hochschnellt. Folgt uns auf Twitter, @Generaldebatten, ganz Ja, eindeutig, wenn muss man das das jetzt hier sagen. Tesla-Money fließt, dann läuft's, ja. Genau, wenn ihr Generaldebatten nicht folgt, ist die Meinungsfreiheit in Gefahr. Ja, also es ist wirklich 5 vor 12. Nee, jetzt mal im Ernst, also. Ja, es ist im Grunde eine Diskussion, die uns einfache Bürger wieder mal gar nichts betrifft und angeht. Weil was habe ich jetzt eigentlich davon, wenn Donald Trump zurück auf Twitter ist? Also Ja. jetzt mal ehrlich, klar ist es bedenklich, wenn ein Twitter-Konzern den Präsidenten abschalten kann in seinem Hauptkommunikationskanal. Aber ich meine, das ändert ja nichts daran, dass es theoretisch dann halt Elon Musk machen würde, wenn er denn wollte. Oder ob das die jetzigen Twitter-Leute machen. Fakt Ja, ist, klar. sie können es machen, wenn sie es wollen. Genau. Und das haben sie gezeigt. Und ob sie das dann machen oder nicht, ist ja scheißegal. Sie haben das Instrument dazu. Und Elon Musk ist auf jeden Fall kein Freiheitskämpfer oder was auch immer. Er ist einer, der ganz tief im Establishment mit drin ist, der vom Establishment aufgebaut wurde. Sein ganzes Geschäftsmodell mit Tesla beruht eigentlich auf einem Willen zur Monopolbildung in der Autoindustrie, ja, dass er sowohl die Antriebstechnologie unter dieses Konzerndach bringt, als auch dann diese Tankstellen und diese Energie dafür. Und ohne staatliche Subventionen und ohne Forschungsgelder von diversen dubiosen Stiftungen gäbe es kein Tesla. Dieses Unternehmen hätte nicht ansatzweise überlebt. Also das ist hier kein klassischer Selfmade-Millionär, der hier, oh Wunder, irgendwie einen märchenhaften Aufstieg erlebt hat. Der war von Anfang an wahrscheinlich in gewisse Strukturen mit eingebunden, diesen Kooperatismus, der vor allem ja in den USA mit Militär und mit Geheimdiensten funktioniert. Und dann kommt ein Kapitalarm der CIA und finanziert dein Unternehmen. Und er treibt ja auch Projekte voran, wie zum Beispiel Starlink und Neuralink, die auf jeden Fall militärisch genutzt werden würden, wenn sie sich denn noch weiterentwickeln. Und Starlink wird ja momentan auch schon militärisch genutzt in der Ukraine. Ja, also dass er jetzt hier der große Freiheitskämpfer gegen das Establishment ist, das ist ja, es wäre schon sehr naiv zu glauben. Ja klar, und wie du gesagt hast, das Problem ist ja auch nicht gelöst, wenn Musk jetzt Twitter kauft, weil du, wie du richtig gesagt hast, trotzdem dann eine Person darüber entscheiden kann, ob jetzt dieser Account gesperrt wird oder nicht. Also die Entscheidungsmacht bleibt ja trotzdem bei einzelnen Personen, bei denjenigen, die diese Plattform besitzen. Und dadurch wird das Ganze ja nicht demokratischer gestaltet, der ganze Prozess. Also im Grunde genommen löst du nicht das Problem, sondern verlagerst es nur auf eine andere Person. Und ich glaube, wie du auch gesagt hast, ja, Elon Musk ist ja nicht interessiert an einem demokratischen Prozess oder einer pluralen Meinungsbildung, sondern einfach auch auf eine Monopolstellung aus. Und deswegen erhoffe ich mir da jetzt auch keine Verbesserung, sollte er denn die Plattform dann auch erwerben letztendlich. Ja, und man muss ja auch bedenken, dass, wie gesagt, er ist eng mit der amerikanischen Oberschicht und dem Establishment verknüpft, und mit dem politischen Establishment meine ich jetzt, weil er ist natürlich selber der Inbegriff von Oberschicht, und wurde wahrscheinlich dementsprechend auch gezielt aufgebaut. Ja, und ihm wurde immer wieder geholfen, sich dieses Imperium aufzubauen. Und man darf auch nicht vergessen, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Naja, egal. Mach du weiter, bevor es peinlich wird. Ja, klar. Musk hat sich dadurch, also hat jetzt versucht, Twitter zu erwerben. Und das ist ja jetzt nur ein Schritt in seinem Imperium. Also er hat ja jetzt schon mit Tesla, mit SpaceX und mit anderen Projekten, die du gerade eben benannt hast, baute sich ja quasi immer mehr Einfluss in verschiedenen Industrien auch auf. Also er beschränkt sich ja nicht auf eine Industrie. Und also das ist halt so dieses Streben nach mehr einfach ist da einfach mit drin bei ihm. Ah ja, jetzt habe ich den Faden wieder. Und zwar wollte ich sagen, wenn er doch so eng mit diesem politischen Establishment verknüpft ist und übrigens auch mit einem gewissen Peter Thiel, deren Investitionen überschneiden sich erstaunlicherweise sehr, sind ja auch beide ganz eng mit PayPal verbunden.
Elon Musk natürlich sowieso, aber auch Peter Thiel als Hauptinvestor damals bei PayPal. Und wir wissen ja, wo ein Peter Thiel überall investiert ist. Ja, und wen der alles unterstützt in der Republican Party. Und vielleicht ist es auch vom Establishment jetzt so ein Move, den Republicans mal wieder, nachdem sie jetzt mit dem Sturm auf das Kapitol und so weiter so sehr auf die Fresse gekriegt haben, so einen kleinen Punktsieg zu geben, ja, dass sie irgendwie die Illusion haben, jetzt hat sich aber was verändert und dann, wir haben hier mit Elon Musk einen sehr mächtigen Mitstreiter oder sowas, dass sie halt weiterhin in diesen Woking-Anti-Woke-Narrativen gehalten werden. Ja, Sebastian Kurz, Ja, könnte man richtig. da wählen. Check das aus, Figur des Monats 1 war das sogar. Ja, Sebastian Kurz und seine Connection zu Peter Thiel und auch wer Peter Thiel eigentlich ist, sehr hörenswert, glaube ich. Ja, kommen wir gleich zum nächsten kleineren Thema. Amoklauf in den USA. Also ein junger Mann hat, glaube ich, 21 Schüler erschossen. Kinder und, glaube ich, zwei Lehrer waren dabei. Und das ist ja an sich jetzt nichts, leider nichts ganz Ungewöhnliches, dass es einen Amoklauf in den USA gibt. Da gibt es ja mehrere in einem Jahr. Das ist ja, da hat man sich ja mittlerweile schon dran gewöhnt und das ist ja schon eigentlich so, schon besorgniserregend. Aber jetzt kommt diese Waffendebatte wieder auf. Ja, also Waffengesetze, die liberalen Waffengesetze in den USA und jetzt kommen natürlich ein paar Linke, die dann sagen, nee, die Waffen gehören stärker reguliert zumindest mal oder ganz verboten, abgeschafft. Und mir ist es mal wieder viel, viel zu einfach. Wir haben es vorher schon besprochen, weil, also wir brauchen jetzt ja erstens nicht so zu tun, als wenn Waffenverbot ein Ende der Waffen bedeutet. Ja, also Waffen sind trotzdem im Umlauf und es ist nicht so knapp. Die meisten Verbrechen in den USA werden sowieso mit einer nicht legalen Waffe begangen. Also da geht es dann in organisierte Kriminalität und so weiter rein. Und die kommen irgendwie an ihre Waffen ran und die wollen keine Waffennummer haben, weil es soll ja nicht registriert sein und so weiter. Und das wird jetzt halt auch wieder dazu benutzt, etwas, woran man sich fast schon wirklich gewöhnt hat, was einen gar nicht mehr schockt im Grunde, so ein Amoklauf, wenn es so häufig vorkommt, gerade in den USA, dann damit zu erklären, dass die Tat deswegen verübt werden konnte, weil die Tat Waffe zur Verfügung gestanden hat. Ja, also so zu tun, als wenn Amokläufe nicht mehr stattfinden oder weniger stattfinden, wenn die Tatwaffe nicht legal ist zumindest, ist ja einfach nur absurd aus meiner Sicht. Oder wie siehst du das? Zunächst mal in den USA ist ja, ich habe gelesen, 2020 war das erste Jahr, in dem die meisten Kinder und Jugendlichen in den USA durch Waffengewalt gestorben sind. Also die häufigste Todesursache war quasi Waffengewalt. Und wie du gesagt hast, häufig natürlich Waffen, die illegal erworben wurden oder halt nicht registriert waren. Und grundsätzlich finde ich schon, dass die Waffengesetze in den USA verschärft werden müssen. Also gerade im Hinblick darauf, dass man einfach auch nur durch einen Waffenschein eine Waffe erwerben kann. In manchen Staaten kann man ja sogar ohne Waffenschein eine Waffe erwerben. Dass zum Beispiel Background-Checks eingeführt werden. Das heißt, man einfach schaut, wer sich eine Waffe besorgt, welchen Hintergrund die Person hat. Aber natürlich, wie du sagst, das Problem allein mit der Waffengewalt lässt sich nicht lösen durch schärfere Waffengesetze. Man muss da halt noch andere Faktoren mit einbeziehen. Also gerade die Banden, die kriminellen Gangs in den USA spielen eine Rolle. Da natürlich auch das Thema Mental Health spielt eine große Rolle. Also anscheinend ist die Gesellschaft derzeit nicht ja in einem Zustand oder viele Menschen dort haben einfach psychologische Probleme oder auch soziale Probleme. Also für mich spielt gerade das Thema der sozioökonomische Hintergrund eine sehr große Rolle, weil in den USA auch die Ungleichheiten immer stärker werden und das spielt natürlich dann auch wieder in die Gewalt mit rein, die Perspektivlosigkeit vieler Menschen und deswegen allein auf das Thema Waffengewalt zu schauen, wird halt nicht das Problem lösen letztendlich. Aber es ist natürlich ein wichtiger Faktor, weil man hat ja auch gesehen, in anderen Ländern wie Australien zum Beispiel, dass schärfere Waffengesetze auch einen Rückgang in der Waffengewalt bewirkt haben. Also es ist schon so empirisch belegt auch. Aber es gibt ja auch andere Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, wo es ja fast jeder Haushalt eine Waffe besitzt.
Und wo so komischerweise solche Gewaltexzesse extrem selten vorkommen. Und wo auch die Schusswaffentote nicht ansatzweise im Verhältnis stehen mit den USA. Und dann frage ich mich halt schon, ja, was machen die denn eigentlich anders? Und da fällt mir natürlich der Lebensstandard ein. Also die Schweiz hat einen viel höheren Lebensstandard. Die Schweiz hat wahrscheinlich eine viel geringere Einwohnerdichte oder zumindest Urbanisierung. Also du hast einfach viel mehr Platz. Du hast nicht diese Menschenmassen. Du hast nicht dieses Großstadtmilieu, diese Ghettoisierung. Ja, die unterschiedlichen kulturellen Voraussetzungen werden besser Ja. gemanagt und Du hast frei. nicht diese gesellschaftlichen Spaltungen, aber wie in den Auch, USA. ja. Das ist, ja, das ist der Natürlich. Punkt. Und du hast eine Bevölkerung, die auch mehr Mitbestimmung und mehr Selbstbestimmung und Selbstkontrolle spürt. Ja, und eine gewisse Unabhängigkeit. Und in den USA hast du halt mittlerweile Millionen Menschen, die von Essensmarken leben, die ja keine funktionierende Familie haben und in einer abwesenden Familie aufwachsen, wo der Vater vielleicht im Knast ist im Extremfall, ja, und die Mutter drei Jobs hat, um irgendwie die Familie über Wasser zu halten. Das ist ja keine Seltenheit leider. Ja, und diese zerrütteten Familienstrukturen, diese vollkommene Wertelosigkeit in den USA. Diese auch Entwurzelung vieler Menschen vielleicht, ja, weil es ist nun mal ein Land, was zu dem allergrößten Teil auf Migration aufgebaut ist und auf nichts anderes. Du hast ein riesen Mobbingproblem an Schulen wahrscheinlich. Das hast du hierzulande auch. Also das ist für mich wirklich unterschätzt, was wir an Mobbing an den Schulen haben. Das wird kaum thematisiert. Jeder redet über Rassismus oder über Sexismus. Das sind ja alles nur Ausprägungen von Mobbing. Das ist ja ein Beispiel von Mobbing. Und dann wird sich auf so ein Randteilthema gestürzt, ja, ohne das große Ganze zu sehen. So, wie gehen unsere Schüler miteinander um? Was kriegen die vom Elternhaus mit? Wie gehen Familien miteinander um? Familien, wie funktionieren die überhaupt noch? Ist das Konzept Alleinerziehung wirklich so förderlich für die mentale Gesundheit? Ja, Ja, gut. was ist mit Narzissmus? Ja, also Internet fördert vielleicht auch Narzissmus. Das sind alles, die sagt, das ist eine Riesendiskussion, aber dann wird irgendwie so getan, ja, die Waffen sind es halt, ne? Oder die Computerspiele, oder wenn der Gegner irgendwie in gewissen Netzwerken, sozialen Netzwerken war, dann war es die politische Ideologie. Und das ist halt immer so eine Ablenkung von diesen massiven Problemen, die in den USA herrschen und die auch übrigens in großen Überschneidungen mittlerweile auch bei uns herrschen. Ja gut, es sind halt, aber es sind strukturell bedingt, weil der Staat halt zum Beispiel jetzt in den USA einfach da nicht eingreift, sondern diese, wie du sagst, viele alleinerziehende Frauen oder Elternteile, die keine Unterstützung bekommen und dann halt auch keine Möglichkeit haben, ihr Kind adäquat großzuziehen und dann eben diese Schwierigkeiten haben mit Gewalt. Also die sind ja schon früh konfrontiert mit diesen Strukturen, mit dieser Ghettoisierung, mit der Gewalt, die damit einhergeht, mit Drogen. Und das spielt ja alles dann mit rein, dass sie keine Schulbildung haben oder nur unzureichend. Und keine Krankenversicherung spielt ja auch in den USA zum Beispiel eine Rolle, dass viele keine Krankenversicherung haben. Und ich glaube, diese Mischung ist einfach explosiv auf Dauer. Also diese soziale oder nicht soziale Unterstützung, die dort herrscht. Und es spielt da alles mit rein. Und die Waffen sind dann quasi noch das, was da noch oben drauf. Ja klar, das spielt schon eine Rolle. Also darf man nicht unterschätzen. Und klar, psychische Background-Checks ist ja genau der Kern, worauf ich ja auch anspreche im Grunde, weil du musst dir im Klaren sein, dass einige Psychopathen rumlaufen, die auch nicht vom Himmel fallen. Ja, also das hat immer was zu tun mit einer tiefen Verletzlichkeit, mit einer Entwurzelung, mit Perspektivlosigkeit und so weiter. Und du darfst ja auch nicht vergessen, so geh mal in Amerika in die Army. Ja, und zeig mir mal die Leute, die auf andere ballern. Das sind einige dabei, die psychisch nicht gesund sind, denen gewisse Empathie abtrainiert wird gezielt. Also du brauchst ja auch junge Männer, die an der Waffe schon trainiert sind, die dann vielleicht auf den Geschmack kommen, die vielleicht eventuell psychisch gestört sind, die du dann eben einspannen kannst für deine Kriege, für deine militärischen Ziele, für deine geostrategischen Ziele. Also für mich steckt da auch ein Stück weit Kalkül dahinter, dass du eben diese Waffenvernarrtheit erzeugst, dass eben genug Leute zur Army kommen, dass die schon eine gewisse Schießerfahrung haben, dass die vielleicht auch,
ohne Bindungen aufwachsen, sodass die nichts mehr zu verlieren haben im Grunde und dass die Armee eigentlich das Einzige ist, was sie noch auffangen kann. Weil da gehen ja ganz, ganz oft Unterprivilegierte hin. Ja, weil ein Privilegierter, der studiert irgendwo und macht dann seinen Weg. Und das ist bestimmt auch so ein geheimer Faktor, der ja, dem man nicht will, dass man ihn nennt, aber der bestimmt auch eine Rolle spielt, dass das ein Stück weit Taktik ist. Dass es eben eine gewisse Anzahl an Psychopathen gibt, die man entsprechend vielleicht sogar einfangen will ins Militär. Und die dann vielleicht auch waffenvernarrt sind und dann dort ihre Kanalisation sehen. Das ist jetzt nicht, die sind jetzt nicht so weit psychisch gestört, dass sie einen Amoklauf machen würden. Ja, also da ist dann schon wirklich ja vieles zu spät. Und das soll jetzt auch überhaupt ja nie eine Rechtfertigung sein, was wir hier sagen, für so eine Tat, ja, weil das verstehen dann auch viele sofort wieder falsch und unterstellen dann sozusagen, ja, jetzt hast du doch den Amokläufer in Schutz genommen, aber es bringt ja nichts, hier nur an der Oberfläche zu diskutieren und zu tun, als wenn Amokläufer einfach vom Himmel fallen, sondern da musst du natürlich auf die Psyche des Täters gucken und entsprechend profilen und dann untersuchen, okay, was weisen die denn für psychische Profile aus und wie werden die ausgelöst und inwiefern spielen da gesellschaftliche Probleme auch eine Rolle? Ja, das soll ja etwas erklären und nicht rechtfertigen. Ja gut, damit können wir, glaube ich, das Thema abschließen. Wir reden über das gestrig beschlossene EU-weite Ölembargo gegen Russland mit Ausnahmen für Ungarn und die Slowakei, glaube ich. Und jetzt ist natürlich die Frage, also dass irgendwie so ein Energieembargo gegen Russland kommt, war ja schon länger klar. Das hat man ja schon medial vorbereitet und dass es jetzt EU-weit geschieht, ist auch nicht verwunderlich, weil damit können sich natürlich bei eventuellen Preissteigerungen und eventuellen Verknappungen die Lokalpolitiker darauf zurückziehen, dass es eine EU-Entscheidung ist. Also du machst die Entscheidung am wenigsten greifbar für den normalen Bürger. Ja, das war halt die EU und das ist halt dieses Bürokratiegeflecht. Ja gut, da kommt man eh nicht hin mit seinem Zorn. Und genau, also wie sieht dieses Embargo aus? Also man hat dann sozusagen nach mehreren Verhandlungen sich darauf geeinigt, dass es sich nur auf Tanker bezieht, die Öl in die EU liefern. Also es bezieht sich nicht auf die Druzhba-Pipeline, von der Deutschland auch 30% des russischen Öls bezieht. Also es wird auch nicht gänzlich auf russisches Öl in Deutschland verzichtet. Aber bis Ende des Jahres will Deutschland vollständig auf russisches Öl verzichten. Und Deutschland bezieht ungefähr 30% des Öls aus Russland. Das sind die Fakten und da wird schon deutlich, was es eigentlich für eine Mammutaufgabe bis Ende des Jahres ist, das jetzt irgendwie zu ersetzen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie man es ersetzen möchte, weil ich glaube, Habeck ist ja auch einen Monat nach Katar gereist und hat da schon versucht, irgendwie Alternativen auszuloten, aber ich glaube, so in so einem kurzen Zeitraum wird es halt einfach nicht möglich sein, diese Ausfälle zu ersetzen. Deswegen kann es sein, dass wir im Winter gewisse Problematiken haben werden. Gerade mit Heizöl und ja. Diesen ganzen Geschichten. Oder auch mit der Industrie natürlich, ja. Das Produzieren der Gewerbe, die natürlich sehr stark vom Öl abhängig sind. Es gibt in Brandenburg ja zum Beispiel dieses Werk in Schwedt, das irgendwie 90% der brandenburgischen Haushalte versorgt mit Öl, mit dem Ölbedarf. Und die beziehen alles aus Russland. Also wenn dann die Pipeline auch noch mit wegfällt, das ist ein Tanz auf der Rasierklinge. Also ich glaube nicht, dass das ohne große Probleme vonstatten gehen wird. Und dessen muss man sich im Klaren sein. Ja, man kann das jetzt strategisch richtig finden gegenüber Russland. Vielleicht ist es auch strategisch richtig jetzt. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was der Bevölkerung massiv schaden wird. Das ist zumindest meine Vermutung. Wir wissen natürlich nicht genau, wie es ausgeht. Vielleicht findet man ja einige Lieferanten, die dann mehr Tanker zumindest anliefern können. Vielleicht, ja, wie gesagt, also dieser Gasdeal mit Katar, der jetzt ja offiziell ist, der soll aber erst 2024 anlaufen. Also da sieht man, dass es eben nicht so einfach ist, hier nichts, dir nichts was auszuhandeln, sondern da müssen ja auch erst, also wenn du jetzt zum Beispiel dich an Norwegen wendest, da müssen ja auch erst neue Reserven freigeschaltet werden, da braucht man dann neue Kapazitäten, da müssen Lieferketten umgestellt werden. Ja, das kannst du eigentlich nicht in wenigen Monaten, wenn du so einen großen Ölbedarf aus Russland hast, umstellen. Zum Beispiel Österreich deckt 80% seines importierten Gasbedarfs aus Russland. Also das ist halt
natürlich unmöglich, das von heute auf morgen zu ersetzen. Also das ist, ja, es gibt ja auch noch aktuelle Lieferverträge mit Russland bis 2040. Das ist auf jeden Fall ja, ein großes Problem, was wir da haben. Naja, und diese Lieferverträge, die besagen ja zum Beispiel auch, dass man, egal ob man das Gas oder das Öl nimmt, da geht es jetzt ums Gas speziell, dass man mindestens 80% davon bezahlen muss, obwohl man es nicht genommen hat. Mhm. Und dann ist es natürlich strategisch ein Witz, weil das überschüssige Gas kann halt Russland woanders hin verkaufen. Ich meine, die Preise auf dem Weltmarkt sind ja gerade entsprechend gut. Ja, man darf auch nicht denken, dass man hier die große Weltsolidarität hinter sich hat mit dem Vorhaben, weil es gibt genug auch Ölstaaten, ölfördernde Staaten, die absolut keinen Bock mehr auf den Westen haben. Und zum Beispiel steht ja die OPEC im Allgemeinen hinter Russland und sagt klipp und klar, also Ende März warnte der OPEC-Chef, der OPEC-Vorsitzende, dass russische Ölexporte, die rund 5% des Weltverbrauchs ausmachen und 10% der Ölprodukte, nicht komplett wegfallen können, um den Bedarf zu decken. Das heißt, es wird zu Verknappungsproblemen kommen und du kannst eigentlich weltweit ohne Russlands Rohstoffe überhaupt gar nicht operieren. Das geht einfach nicht. Also irgendjemand muss Russlands Öl nehmen im Grunde, sonst gibt es halt einen weltweite Probleme und die betreffen ja auch Deutschland. Und dann ist es ja mittlerweile auch schon so, dass gewisse Firmen dann einfach auch ein paar Tricks anwenden, um dann trotzdem auf Umwegen an russische Rohstoffe zu kommen. Beispielsweise kann man über diese Tanker auf dem Meer sozusagen diese Lieferung umladen. Und dann ist es halt, wenn es auf dem Meer umgeladen wird und in andere Tanker rein, ja, die von anderen Ländern besessen werden, ist es rein formal kein russisches Öl mehr. Das wird auf Sicht natürlich auch gemacht werden, wenn die Verzweiflung dann noch groß ist bei den Betreibern. Und ja, im Grunde, es handelt sich halt auch hier wieder um, mir kommt es so ein bisschen vor wie sowas aktionistische Symbolpolitik, da, ja, jetzt haben wir irgendwas gemacht und jetzt haben wir irgendeine Idee gehabt und keiner denkt dann halt an das Morgen, weil man halt die nächsten guten Schlagzeilen mitkriegen will. So kommt mir das so ein bisschen vor. Ja. Und das wird dann natürlich auf EU-Ebene verlagert, dass man sich selber im Land nicht zu Buhmann macht. Jetzt ist natürlich die Frage, ob diese Sanktionen Russland überhaupt treffen. Wir haben ja gerade gesagt, es gibt andere Möglichkeiten, sein Öl zu verkaufen, sogar in Richtung Westen. Und ja, Russland hat zwar mit Inflation und Innovationsproblemen zu kämpfen, auch aufgrund der Sanktionen. Also es ist gewisser Know-how-Transfer, der nicht mehr stattfindet. Gewisse Wissenschaftsprojekte werden abgebrochen, die man natürlich auch militärisch nutzen kann. Russland hat ein Problem, beispielsweise Motoren und Baumaschinen und Landmaschinen herzustellen. Es gab ja auch Berichte tatsächlich, dass russisches Militär in der Ukraine Landmaschinen gestohlen haben soll. Das ist auch schon ein bisschen bezeichnend, was für ein Innovationsstau und Innovationsrückstand diesbezüglich in Russland herrscht. Also das ist auf jeden Fall ein großes Problem von Russland, nicht erst seit den Sanktionen. Die Hoffnungen, die damit verbunden sind, hier dadurch einen Aufstand und einen Wechsel der russischen Machtstrukturen zu provozieren, damit ist überhaupt nicht zu rechnen. Putins Umfragewerte sind besser als vor dem Krieg. Es gibt ein großes Verständnis für den Krieg in Russland, was natürlich auch der einseitigen Propaganda geschuldet ist. Ja, hier Militäroptionen und nur Nazis in der Ukraine und das Problem muss jetzt halt beseitigt werden und über Verluste wird auch nicht so richtig berichtet. Ja, aber das muss man ja alles im Hinterkopf behalten. Ne? Wahrscheinlicher ist da doch eher ein von den russischen Machtstrukturen inszenierter Machtwechsel. Es kommen immer mehr Berichte auf, dass Putin angeblich eine Krankheit hat und Krebs hat und angeschlagen ist und dass Putin angezählt wird von seinen eigenen Geheimdienstlern. Und das. Die Berichte gibt es schon seit Jahren, ja. Und das könnten ja auch eigentlich lancierte Informationen von russischen Machtstrukturen sein. Also muss man zumindest im Hinterkopf behalten, dass man eben schon diesen Machtwechsel vorbereitet und dann kommt halt. Also es gab einen ehemaligen MI6-Agenten, der hat es im Interview gesagt. Er vermutet dann sozusagen, dass Putin in so ein Sanatorium kommt. Ja, oh, der ist todkrank und psychisch gestört und was auch immer. Und wir konnten ja nicht ahnen. Und jetzt haben wir ihn aber beseitigt, weil es ging nicht mehr. Und jetzt sind wir wieder gesprächsbereit und so. Und dann wird halt jemand aus Putins Umkreis, der sich halt inszeniert als jemand, dem das zu bunt war und dem, der das nicht mehr mitgemacht hat,
dann an die Spitze gesetzt und ja, jetzt ist jetzt haben wir gelernt und jetzt machen wir das ein bisschen anders, jetzt wollen wir uns den Westen wieder annähern. Ja. Dass man dann diese Art von Machtwechsel inszeniert, um sich halt nach dem Krieg wahrscheinlich mit der Erreichung gewisser Ziele, dass man sich das einheimst, und daran dann gibt es vielleicht irgendeinen Vertrag oder was auch immer, und dass man dann sich wieder annähert und so tut, als wenn jetzt hier andere Strukturen am Werk wären, obwohl es immer noch die gleichen sind. Und wie siehst du das? Also wie wird sich das aus deiner Sicht entwickeln? Ja, es gibt ja diese Berichte über Putin schon länger, dass er krank ist. Aber es ist halt ziemlich schwierig, da jetzt irgendwie vertrauenswürdige Quellen oder vertrauenswürdige Informationen zu bekommen zu dem Thema. Deswegen bin ich da etwas vorsichtig, da halt die Berichte irgendwie für bare Münze zu nehmen. Und ich denke halt, dass in den nächsten Jahren es natürlich so eine gewisse Transition geben wird. Also sprich, man wird natürlich jetzt schauen, wie man halt einen Nachfolger aufbauen kann für Putin. Wahrscheinlich gibt es da auch schon gewisse Leute, die halt ausgewählt wurden oder als Kandidaten bereitstehen. Aber es wird ja höchstwahrscheinlich dann auch wieder jemand aus dem Geheimdienstzirkel werden, der dann Putin ersetzt. Und deswegen glaube ich, dass da jetzt keine große politische Kehrtwende erfolgen wird, wenn Putin abgelöst wird. Also so der Grundkurs wird sich ja nicht verändern in Russland. Das ist ja nicht, Putin ist ja nur eine Figur jetzt, aber es steht ja ein ganzes System dahinter und das wird sich auch, glaube ich, in nächster Zeit nicht verändern. So, Also ich sag's mal so, deswegen. wenn die Sanktionen wirklich zu krass werden jetzt für Russland und wenn sie dann doch irgendwie Europa brauchen und den Westen brauchen, dann werden ja mit so einem Machtwechsel kann man ja zumindest das inszenieren, dass man den Ukraine-Krieg als Fehler ansieht und dass die Verluste sehr hoch waren und dass man sich dafür kalkuliert hat und der Putin war halt schon sterbenskrank, der konnte nicht mehr richtig denken und entscheiden und das haben wir dann gemerkt und wir haben auch gemerkt, dass wir da zu weit gegangen sind und dass es uns nicht wirklich was eingebracht hat und da kann ich mir schon vorstellen, dass im Zuge der Ideenlosigkeit, die in der EU herrscht, dann auch einige Beziehungen dann dankend wieder aufgenommen werden, halt mit der Begründung, dass halt so ein Machtwechsel jetzt vonstatten gefunden hat. Also du kannst es ja auch dann so inszenieren, dass Putin das eigentlich nicht wollte und dann schmeißt du halt ein paar Putin-Verbündete raus, die du dann als solche verkaufen kannst, die dann keinen Politikwechsel wollten. Ja, und dann sagst du halt, ja gut, jetzt hat Russland doch ein paar Chancen verdient, jetzt setzen wir uns an den Tisch, jetzt heben wir mal ein paar Sanktionen auf, zumindest auf dieser Wissenschaftsebene, dann gibt es einen kleinen Austausch. Diese Wissenschaftsebene wird sowieso viel zu wenig beleuchtet, wenn es um ja auch ein Zusammenspiel der Supermächte geht, ja, dass man sich doch hin und wieder so einen Ball zuspielt, weil man ja auch durchaus im Westen oder was diese NATO-Strukturen angeht, von einem starken Russland auch profitieren würde. Ja, nicht von einem stärkeren Russland, das würde nicht gehen. Also du willst es schon auch zumindest schwächer halten, aber du willst auch nicht, dass Russland jetzt komplett als Supermacht verschwindet, weil das gibt dir ja gewisse Rüstungsaufträge, es gibt dir ja gewisse Legitimation für dein riesiges Militärarsenal, für gewisse Stützpunkte, Raketensysteme. Du verhinderst sozusagen, dass ein Konkurrent vielleicht nach oben kommt, den du gar nicht auf dem Schirm hast. Und da spielst du denen halt vielleicht doch immer wieder einen gewissen Ball zu. Zum Beispiel sowas wie ein Techniktransfer, dass Russland halt als Supermacht irgendwie noch überlebt. Und dass dann halt du den Leuten verklickern kannst, ja, da kommt, ist der große Feind im Osten, ja, und wenn ihr nicht jetzt noch mehr ins Militär einzahlt und wenn wir jetzt hier nicht die Wehrpflicht vielleicht wieder einführen oder was auch immer, ja, dann laufen wir Gefahr, dass es hier einen großen Krieg gibt. Und das muss man ja auch im Hinterkopf behalten, ne? Also was passiert wirklich hinter den Kulissen? Sind die sich alle so verfeindet oder gibt es da nicht doch so zumindest grundlegende Absprachen? Ja, genau. Ja, und diese These, dass die Supermächte, also die größten Supermächte, doch ein bisschen zusammenarbeiten, es sieht man halt zum Beispiel, dass in Russlands Panzer wurde ja Technik von Bosch gefunden, beispielsweise. Also im militärischen Gerät ist dann deutsche Technik enthalten. Wo man ja, also bevor man hier über Ölembargos spricht, da jetzt allererstes drüber nachdenken sollte, dass man hier den Militärapparat nicht noch durch irgendwelche Innovationen und Technik unterstützt, ja. Also wie wichtig Information und Know-how ist und Spionage, das wird dann gerne ausgeblendet, ja. Dann lässt man seit Jahren China dieses Wirtschaftsimperium aufbauen, ja, und mit vielen, vielen Dingen, die man auch als dieses Dual Use benutzen kann, also sowohl wirtschaftlich als auch militärisch,
zum Beispiel Chinas neue Seidenstraße, die bis Duisburg reichen soll, und Wien und Kiew. Der eignet sich ja auch für den Transport von militärischem Gerät nach Ost- und Mitteleuropa. Also im Falle von einem Konflikt, beispielsweise von Russland mit Europa, könnte dann China gewisses Militärgerät, wenn diese Seidenstraße existiert mit ihrer Infrastruktur, dann völlig easy nach Europa bringen. Ja, und hier die Russen sozusagen mit Militärgerät unterstützen und beliefern. Ja, ohne dass du dagegen jetzt groß was machen kannst. Und du erreichst natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit, ja, von China. Dann hat man sehenden Auges zugeguckt, wie beispielsweise China Militärhäfen in Piräus und Thessaloniki aufkaufen im Zuge der von der EU aufgedrückten Austeritätspolitik. Also man hat den Griechen gesagt, verkauft eure kritische Infrastruktur, und genau ausgerechnet in die Hände der Chinesen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das von Geheimdienste von EU-Mitgliedern so dumm sind und nicht checken, wie strategisch wichtig Militärhäfen sein können oder wie das militärisch genutzt werden kann im Falle von einem Konflikt. Und man war sich ja damals schon im Klaren, dass China kein Partner ist in dem Sinne, sondern sehr wohl militärisch seine Zwecke befolgt. Und all das sind halt Dinge, wo ich mir halt denke, wird da China nicht bewusst auch mit aufgebaut als Supermacht, dass du eben da auch eine Bedrohung hast, dass du dann auch diesen Gegenspieler hast. Aber du hast dann eben zumindest deine Spionage dort, du hast dann eben zumindest das Know-how dort, du hast gewisse Abhängigkeiten dort, du hast gewisse Spitzel und Projekte dort, du hast dann deine Leute dort. Im Gegensatz zu einer anderen Macht, nennen wir jetzt beispielsweise die Türkei oder Iran oder eine wirklich souveräne Ukraine, die du halt eben nicht so in der Form unter der Fittiche hast. Und ja, wo du dann eben Gefahr läufst, dass sie sich in einem Machtvakuum, wenn es eben nur noch eine Supermacht gibt, dann eben aufbauen können, souverän. Ja, weil wenn es nur noch eine Supermacht gibt, ist es natürlich auch schwierig, dieses Imperium zu halten. Ja, weil die Leute hinterfragen dann ja, wozu eigentlich noch die ganzen Militärausgaben, wozu eigentlich überhaupt diesen strikten Machtapparat, diesen Geheimdienstapparat, diese Intransparenz, wenn wir doch sowieso die ganze Welt beherrschen. Na, da hast du natürlich lieber dann diese Legitimation durch die anderen Mächte, denen du immer wieder was zuspielst, anstatt dann diese Gefahr, dass du selber erschlaffst und andere Konkurrenten auch umkommen. Ja, klar, diese kritische Infrastrukturaufgabe, die ist halt, also, es könnte sich halt noch rechnen in der Zukunft, gerade wenn es halt die Konflikte zwischen den Großmächten dann noch gibt. Ja klar, und du kannst mir halt nicht erzählen, dass das an Geheimdienst komplett vorbeigeht, dass China hier kritische Infrastruktur in Europa aufkauft. Beispielsweise, ne? Und du kannst mir auch nicht erzählen, dass also das Korrektiv es als erstes wusste vor den deutschen Geheimdiensten oder vor den US-Geheimdiensten, dass eine Reihe an wissenschaftlichen Partnerschaften zwischen Deutschland und China auch ein militärischer Ansatz zur Folge haben, seitens der Chinesen. Und die Rede ist hier von mindestens 48 Hochschulen, die sich an Projekten beteiligen, bei denen auf chinesischer Seite das Risiko einer Nähe zum Militär besteht. Unter anderem arbeiteten die Universitäten Bonn und Stuttgart mit der chinesischen National University of Defense Technology in der Millionenstadt Gangsha zusammen. Ja, also mit einer Universität, die sich auf Militärtechnologie spezialisiert hat. Ja, und da steht dann so ein Wissenstransfer, und du kannst mir halt nicht erzählen, dass Geheimdienste davon nichts wissen und dass das völlig unterm Radar irgendwie vonstatten geht. Ja, aber unabhängige Universität. Ja, ja, klar. Also die wissen das halt einfach nicht. Ja, die wussten nicht, dass es militärisch genutzt werden kann, und die wissen auch nicht, was University of Defense Technology bedeutet. Und da haben unsere Behörden keine Ahnung von. Ja, das läuft völlig unterm Radar, und die wissen es einfach nicht. Aber Korrektiv wusste das, die haben das rausgefunden. Ja, vielleicht sollte man Korrektiv die Geheimdienstarbeit des BND übernehmen lassen. Ja. Ja. Und aber wir reden über Sanktionen auf wirtschaftlicher Ebene, aber über sowas reden wir komischerweise nicht, dass wir mal eine gewisse Art von Spionageabwehr hier etablieren, wenn es denn wirklich ungewollt ist, dass gewisses Know-how aus Deutschland ins chinesische Militär fließt. Wie gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es ungewollt ist, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass da eine Art von Taktik dahinter steckt. Ja, wir kommen mal zum nächsten Thema. Auch eine Meldung, die mir im letzten Monat aufgefallen ist.
Und zwar geht es da über das große Thema allgemein, wer profitiert denn eigentlich von Krisen? Weil uns wird ja immer verklickert, diese Krisen schocken uns genauso wie den einfachen Bürger und wir versuchen ja mit aller Macht diese Krisen zu verhindern und abzufedern und was auch immer. Wir schlittern von einer Krise in die andere, spätestens seit der Finanzkrise 2008. Wer kann eigentlich glaubhaft verklickern, dass dem einfachen Volk wirklich Krisen erspart werden soll, wenn davon im Grunde die Oberschicht und die Machtelite sowohl politisch als auch ökonomisch am meisten profitiert, frage ich dich, Savas. Dass die Oberschicht von Krisen profitiert, man sieht es jetzt im Ukraine-Krieg, wer profitiert, das sind die Mineralölhersteller oder die Rohstoffgiganten und natürlich die Rüstungsindustrie. Bei der Corona-Krise hat die Pharmaindustrie profitiert und politisch haben natürlich ja, die Institutionen davon profitiert, weil sie natürlich mehr Befugnisse an sich gerissen haben, weil sie gewisse Agenten durchsetzen konnten, weil sie einen Sicherheitsapparat mit aufbauen konnten, der in Richtung Überwachung geht. Ja, also digitaler Impfpass und so weiter. Also wer kann wirklich glaubhaft verklickern, dass Krisen nicht gewollt sind, um gewisse Sachen zu machen? Also entweder um Cash zu machen oder um gewisse politischen Agenten durchzusetzen. Und wie viele Krisen stehen uns noch bevor? Frage ich mich halt in den nächsten Jahren. Ja klar, ich meine, es ist offensichtlich, dass Krisen natürlich zu einer Konsolidierung der Machtverhältnisse beitragen. Und das hat man ja auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Ich finde, ein gutes Beispiel ist einfach der Aufstieg der neoliberalen Politik, gerade in Lateinamerika, durch die Schock-Doktrin, die da durchgesetzt wurde. Also nachdem es dort gewisse Naturkatastrophen oder politische Unruhen gegeben hat, konnte man dann natürlich im Zuge dessen auch leichter seine neoliberalen Reformen durchsetzen. Und gerade wie du erwähnt hast, die Corona-Krise war natürlich ein gutes Beispiel auch dafür. Deswegen, also es ist natürlich eigentlich offensichtlich, dass von den Krisen die bestehenden Verhältnisse profitieren. Und es ist halt jetzt auch, dass wir als politische Bürger halt das wahrnehmen und halt versuchen, uns da nicht irgendwie manipulieren zu lassen durch diese Krisen, die halt bestehen. Durch jede Krise hast du dann zusätzlich ja auch noch eine gewisse Spaltung in der Gesellschaft. Ja? Also es werden gewisse Narrative verbreitet. Ja, die sind jetzt schuld an der Krise oder die sind schuld an der Krise. Du hast eine gestiegene Unzufriedenheit, die du gewisserweise kanalisieren kannst, eben auf diese Sündenböcke oftmals. Ja, also jetzt hat man zum Beispiel diese Figur Gerhard Schröder, der ist jetzt irgendwie mitverantwortlich für den Ukraine-Krieg beispielsweise. Ja, die eigentlich nicht so relevant ist, wie man sie gerne macht. Ich meine, das ist halt ein stinknormaler Lobbyist im Grunde, der schon längst nicht mehr an der politischen Macht ist. Und jetzt hackst du halt auf diesem Schröder rum und tust dann so, als wenn du jetzt hier irgendwie was gemacht hättest. Und ja, jetzt entziehst du dem halt ein paar Privilegien und so weiter, ne? Was keinem einzigen Bürger in Deutschland irgendwas bringt, außer halt, ja, ein bisschen Steuergelder, die zusätzlich da sind, aber da musst du halt generell diskutieren, ob ein Altkanzler überhaupt ein Büro braucht, überhaupt noch einen Fahrer braucht, den er selber finanziert, und diese ganzen Mitarbeiter. Also Merkel hat ja jetzt auch, glaube ich, eine Rekordanzahl an Mitarbeitern bekommen nach ihrem Rücktritt. Ja, ich finde generell, wie du sagst, diese Privilegien sollten sowieso mal überdacht werden, weil ich finde einfach, dass es gar kein Recht gibt, ehemalige Politiker so zu hofieren einfach nach ihrer Karriere. Also ich sehe da auch gar keinen Bedarf für. Warum sollte man dann irgendwelche Privilegien noch genießen, nur weil man dann mal Bundespräsident war zum Beispiel? Also klar, ist natürlich das bedeutendste Amt in Deutschland, aber trotzdem finde ich nicht, dass es notwendig ist, das einfach zu machen. Also das sind einfach Dinge, die ich generell nicht verstehe. Und ich glaube aber nicht, dass das wirklich strukturell sich verändert, sondern das ist dann eher so bezogen auf Schröder natürlich jetzt. Okay, wir müssen ihm die Privilegien wegnehmen, aber ich glaube halt nicht, dass es sich auch auf andere Altkanzler auswirken wird, irgendwie, dass das mal hinterfragt wird, einfach das ganze System dahinter. Ja, und wie gesagt, es ist ja eigentlich völlig bescheuert, jemanden gewisse Mitarbeiter und Autos und also einen gewissen Fuhrpark, ja, eine riesige Pension für, obwohl du jetzt zum Beispiel wie Fall von Christian Wulff jetzt nur 3 Jahre, glaube ich, Bundespräsident warst, oder 2 sogar nur,
kriegt er ja trotzdem wirklich eine Pension, die, ja, wenn du 50 Jahre in der Industrie arbeitest, das sogar übersteigt, ja, bei weitem, für diese 2 Jahre Bundespräsident. Und du hast da gar nicht, wie du schon sagtest, Recht dazu eigentlich, weil du arbeitest ja nicht mehr für den Staat. Also was du jetzt an Projekten und Terminen und so weiter hast, das machst du ja nicht staatlicherseits. Du bist ja nicht mehr als Repräsentant des Staates da, sondern halt als Ex-Kanzler oder als Ex-Bundespräsident oder als Ex-Minister. Sogar Minister kriegen ja gewisse Pensionen und Privilegien. Und insgesamt muss man da sehr wohl drüber reden, wie da die Gelder verteilt werden. Aber wie gesagt, dieses Schröder-Thema und diese Figur Gerhard Schröder, die jetzt hier so aufgeblasen wird, als wenn der hier irgendwie der große Architekt der Abhängigkeit von Russland gewesen wäre, als einziger, ja, wobei diese Gasgeschäfte schon im Kalten Krieg gemacht worden sind, auch unter CDU-Führung, by the way. Das ist halt eine Ablenkung davon, dass diese Krise halt wirklich jetzt schon wieder halt den einfachen Bürger zu schaffen macht. Ja, und dass weder ein Gerhard Schröder noch irgendeine Politikkaste noch irgendwelche Milliardäre von dieser Krise jetzt betroffen sind. Also wir haben jetzt beispielsweise, kam in dieser Woche raus, dieser neue Oxfam-Bericht, und der hat ermittelt, dass 10 reichsten Menschen der Welt ihr Vermögen während der Pandemie verdoppelt haben. In 2 Jahren. Also die haben doppelt so viel Vermögen wie das, was sie sich all die Jahre davor in Anführungsstrichen erarbeitet haben. Ja, klar, ich meine, die haben halt einfach hart gearbeitet in der Die Zeit. haben noch härter gearbeitet als die 40 Jahre davor. Ja. Ja, die haben noch härter gearbeitet als die Hälfte der Weltbevölkerung, ja. Ja, die haben wahrscheinlich schon Elon Musks Neuralink im Gehirn gehabt und deswegen konnten die einfach viel effizienter arbeiten. Da haben die gleich alle Informationen gehabt und vor ihrem inneren Auge und dann. Ja, ich meine, die Denkweise dahinter, und das ist ja das Problem eigentlich, die Denkweise hinter dem Ganzen ist ja bei vielen das, dass sie dieses Vermögen sich erarbeitet haben und verdient haben, was natürlich vollkommener Unfug ist, weil kein Mensch kann mehr arbeiten als die gesamte, als 80% der Weltbevölkerung. Also das Nein, funktioniert ja natürlich nicht. nicht. Und auch, dass diese Menschen irgendwie besonders wären in eine gewisse Art und Weise. Ich meine, wie du gesagt hast, Elon Musk ist ein Beispiel dafür, für eine Person, die eigentlich staatlich und auch geheimdienstlich unterstützt wurde mit Geldern, die wahrscheinlich sonst gar nicht diesen Status erreicht hätte, den sie heute hat. Also das ist ja nicht so, dass Elon Musk irgendwie ja ein besonderes Genie wäre, das sich irgendwie alles selbst erarbeitet hätte. Also das ist ja immer diese Denkweise, die dahinter steht. Naja, und im Und Grunde ja. macht er ja auch selbst gar nichts. Er kann ja auch gar nichts im Grunde. Er ist kein Wissenschaftler, also er hat jetzt hier nicht irgendwie eine große technologische Ausbildung, so viel ich weiß. Er kauft sich halt die Top-Wissenschaftler und Ingenieure ein, ja, die dann für ihn die Sachen zusammenbasteln und forschen. Das macht er halt über sein Netzwerk, ja, und er ist ein guter Marketing Mensch, ja, also er inszeniert sich natürlich gut und das ist jetzt ja auch nur ein Beispiel. Also wir haben dann halt auf der anderen Seite beispielsweise so ein Bill Gates, der sich halt hier als Philanthrop gibt und diese ganzen Pharma-Sachen mit eingestiegen ist. Microsoft hat auch geheimdienstliche Hintergründe, also auch da wurde der bestimmt schon eingespannt und gefördert. Also hier dieses Bild, der hätte irgendwie in der Garage hier eigenhändig diese revolutionäre Software zusammengebastelt. Weißt du, das sind so Märchen, die kann ich halt einfach nicht glauben. Ja, dass Elon Musk, dass Bill Gates ein gewisses Programmiertalent hat, das will ich dem gar nicht absprechen. Ja, und dass er ein guter Geschäftsmann ist. Aber mehr auch nicht. Ja, es ist kein Genie. Und selbst wenn du einmal eine gute Erfindung hattest, oder einen guten Riecher, macht dich das ja auch nicht zum Genie, sondern du hattest dann vielleicht auch einfach Glück, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst und die richtigen Leute hattest, die dich dann auch fördern, die dann dich investieren und so weiter, ne? Oder du bist sogar einfach nur ein nützlicher Idiot, der dann gewisse Sachen für die Regierung entwickelt. Ja gut, ich meine, die alle Milliardäre, und das sind wir halt bei dem Punkt, alle Milliardäre nutzen natürlich das System aus, das vorherrschende System, kapitalistische System aus, um den Mehrwert einfach zu generieren. Und deswegen beruht dieses Vermögen oder das Vermögen dieser Menschen auch auf der Ausbeutung der Arbeiter. Also das Vermögen haben die sich nicht selber erarbeitet, sondern das beruht darauf, dass sie
dass sie quasi andere Menschen für sich arbeiten lassen und im Grunde genommen das Vermögen dann selbst einstreichen. Und deswegen ist für mich auch einfach keine große Leistung, die dahinter steht, hinter dem, was diese Menschen erreicht haben. Und für mich ist der Bericht ziemlich schockierend, muss ich sagen. Also, ja, der sollte uns eigentlich schon zu denken geben. In dem Bericht steht ja auch unter anderem drin, dass es heute 163 Millionen Menschen mehr in Armut leben weltweit als noch 2019. Da war es noch ungefähr die Hälfte der Menschen, die unterhalb der von der Weltbank definierten Armutsgrenze leben. 5,50 Dollar pro Tag. Das muss ich mal vorstellen, pro Tag, ja. Das geben wir aus, wenn wir Zigaretten kaufen. Das reicht doch gar nicht, ne? Also 2019 lebten 3,2 Milliarden Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Heute sind es nochmal 163 Millionen mehr. Es gab ja auch diese UN-Berichte vom UN-Welternährungsprogramm, die gesagt haben, hey, durch diese ganzen Lieferketten, die jetzt ausfallen, die immer noch ausfallen, weil die Chinesen immer noch ihre Häfen zumachen und Shutdown und keine Ahnung. Und jetzt hier die Ukraine, der Ukraine-Krieg hat jetzt auch nochmal dazu beigetragen, dass gewisse Getreideexporte nicht mehr stattfinden, dass halt allein durch diese Lieferkettenengpässe, die im ersten Lockdown stattgefunden haben, ich glaube auch, ich glaube 60 Millionen Menschen zusätzlich vom Hungertod bedroht sind, mhm, oder noch mehr sogar. Also ich glaube, vielleicht ging es sogar in den dreistelligen Millionenbereich. Aber das siehst du halt, also erstens, dass diese ganze Globalisierungswahn ja eigentlich im Grunde gescheitert ist und man sieht es halt immer mehr, dass das für eine selbstbestimmte Menschheit keine Zukunft hat, weil du bist eigentlich darauf angewiesen als Normalmensch, dass du möglichst viele Bedürfnisse, die du halt hast, Grundbedürfnisse, schnell und unabhängig befriedigen kannst. Das ist ja das, was du, deswegen gehst du ja arbeiten, dass du Kohle hast, dass du in den Supermarkt gehen kannst und Essen kaufen, dass deine Kinder Essen haben, dass du Strom und Wasser hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Ne? Das sind ja die Grundbedürfnisse. Und wenn dann zum Beispiel sowas wie Lebensmittel über den ganzen Globus verschifft werden, ja, und dann sozusagen unser Gemüse, was so aus Südamerika kommt, dann, obwohl wir das selber anbauen könnten, also das sind ja jetzt keine Produkte, die hier nicht wachsen würden oder so, dann läuft da halt was schief. Ja? Und gleichzeitig dann hiesige Landwirtschaftsfirmen exportieren dann das Getreide oder sowas in andere Länder. So, wo man sich dann schon fragt, müsste das Ziel nicht sein, die Nationen oder sogar die Regionen autark zu versorgen, dass du eben nicht abhängig bist von diesen riesigen globalen Ketten und von diesen riesigen globalen Konzernen, um die Menschen zumindest in ihren Grundbedürfnissen abzusichern. Und das wird ja nicht gemacht. Das wird ja selbst jetzt, wo diese ganze Ideologie auffliegt, was da eigentlich dranhängt, ja, nämlich eine pure Abhängigkeit, selbst jetzt kommt man nicht auf die Idee, Deutschland in Sachen Lebensmittel, in Sachen Energie oder auch anderen Dingen, die wir von woanders beziehen, autark zu machen. Da kommen dann Ideen wie Desert Tech, ja, da kommt diese riesige Solarpark in der Wüste, wo dann Siemens kräftig investiert und da soll dann unser Strom herkommen, ja, oder irgendwelche anderen Gigaprojekte, da müssen irgendwelche Kraftwerke ins All oder so. Ja, aber das ist doch bezeichnend dafür, dass da keinerlei Einsicht in der Politik kommt, dass da keine Vorschläge diesbezüglich, da wird nicht mehr drüber diskutiert und nachgedacht und das Grundproblem wird überhaupt nicht erkannt. Ja, da heißt es dann einfach, ja gut, wir sind von Russland abhängig, jetzt müssen wir uns halt abhängig von anderen Ländern stattdessen machen, ja, weil das dann unbedingt besser ist. Es ist ja unfassbar. Klar. Es ist halt, ja, klar, deswegen ist ja so wichtig, dass die Energieversorgung auch, dass wir eine unabhängige Energieversorgung haben und dass wir unsere Lebensmittel nicht irgendwie aus dem Ausland importieren müssen oder einen Großteil der Lebensmittel importieren müssen. Also gerade wenn man jetzt auf das Thema Weizen schaut, also Getreide, das quasi viele Länder in Nordafrika und in Afrika generell und in Asien auf das Getreide aus Russland angewiesen sind, ist ja auch ein großes Problem. Und es da jetzt zu Engpässen kommt, also das wirkt sich ja auf die globale Nahrungsmittelversorgung aus. Und das ist natürlich kein guter Zustand, wenn Länder generell abhängig sind in so wichtigen Dingen von anderen Staaten, gerade wenn es sich um Großmächte auch handelt.
Ja klar, und es war ja auch nie das Ziel, jetzt Entwicklungsländer unabhängig zu machen. Das ist ja nicht das Ziel, weil du kannst ja dann nichts mehr rausziehen, du kannst es ja dann nicht ausbeuten. Ja? Wenn die dann unabhängig sind, dann sagen die, ja, fick dich, geh aus unserem Land. Ja? So läuft es ja eigentlich. Also es ist ja von Anfang an das Ziel gewesen, Länder wirtschaftlich abhängig von dir zu machen, und das wird dann unter Entwicklungshilfe verkauft. Ja, und anstatt Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, ja, du stellst vielleicht die Technologie zur Verfügung oder das Know-how, ja, oder dieser Wissenstransfer. Also auch allgemein, dass das Wissen nicht mehr geteilt wird. Einerseits natürlich, wir hatten es ja gerade mit den chinesischen Vorhaben im Militär, wie dann halt irgendwie das Wissen aus deutschen Hochschulen in chinesische Militärforschung landet, weil es halt missbraucht wird, das Wissen zu teilen. Und zum anderen natürlich, weil man halt immer dann Patent draufklebt und sagt, das ist jetzt meins, ja, und jetzt müssen alle nach meiner Pfeife tanzen. Es gibt ja, es gäbe genug Möglichkeiten, jedes Entwicklungsland zumindest lebensmitteltechnisch autark zu versorgen. Weil Saudi-Arabien hat es geschafft, mehrere Wüstenteile zu begrünen und da riesige Anbauflächen zu schaffen, beispielsweise. Jetzt ist Saudi-Arabien halt ein reiches Land und kann das sich leisten, hat da genug geforscht und so, aber die Technik wäre da. Elon Musks Bruder hat eine Firma, die haben Container entwickelt, die unter anderem von Antarktis-Forschern benutzt wurden, ja, die mehrere Monate auf Expedition waren, ja, und die haben sich nur von diesem einen Container ernährt. Mehrere Monate lang. Das waren dann 30, 40 Forscher, so ein ganz Forscherteam. Und dieser Container funktioniert halt so, dass da ständig wieder was Neues anwächst, dass da immer genug Wasser da ist, dass dieses Wasser entsprechend gesäubert wird und so weiter. Also wirklich Hightech, aber man, das würde ja gewisse Regionen unabhängig machen, zum Beispiel. Es sei denn, dieser Container verreckt halt nach einem Jahr oder so, ja, wie das dann halt oft auch Ja. so ist. Aber das Ja, ist. klar, ich meine, die Technologie ist da. Es gibt ja auch schon erfolgreiche, hitzeresistente Anbaumethoden. Das heißt, dass man quasi nicht mehr auf bestimmte klimatische Bedingungen angewiesen ist. Gerade jetzt im Hinblick auf den Klimawandel halt extrem wichtig, dass man dann trotzdem eben seine Nahrungsmittel anbauen kann, auch in anderen Regionen der Erde. Und deswegen, die Technik ist da, wie du sagst, aber die Frage ist halt, ob die auch geteilt wird, ob auch der Wille da ist, das umzusetzen dann auch. Ja, und du musst mal wirklich in diese großen Stiftungen, diese Philanthropenstiftungen, die ja so vielen Wirtschaftsprojekte stecken und in den globalen Wandel. Ja, es muss dann immer ein globaler Wandel sein. Also das Wort global ist halt auch typisch dann für diese Denkweise. Ja, global heißt im Grunde Zentralismus, ein globaler Wandel. Ja, man kann da nicht einfach sagen, hey, wir wollen die Werkzeuge zur Verfügung stellen, dass sich gewisse Regionen ernähren können. Ja, oder gewisse Dörfer oder gewisse Stämme oder was auch immer. Und wir bieten das an. Nein, das muss dann ein globaler Wandel sein. Immer dieses Wording, ja. Weil im Grunde, wenn man mal ehrlich ist und die Frage, wie stellt ihr euch den globalen Wandel vor, dann sagen die, wenn sie ehrlich wären, sagen sie, wir brauchen eine unglaublich komplizierte Technologie, die nur spezielle Wissenschaftler überhaupt produzieren können, die nur in speziellen Fabriken, wo man viel, viel Kohle für braucht, die überhaupt zu bauen, produzieren können. Ja, und dann sollen uns die Entwicklungsländer diese Technologien abkaufen und wir wollen die dann abhängig machen und die sollen dann gewisse Reformen machen in ihrem Land, die dann uns wieder entgegenkommen. Im Grunde ist das, wenn man mal ehrlich ist, von diesen ganzen Globalphilanthropen, ja, da gibt es ja viel, viel mehr Leute als nur Bill Gates. Ja. Also jede Großfamilie, jede Unternehmerfamilie hat ja mittlerweile so eine Stiftung. Und klar, da gibt es auch Projekte, die gut sind. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber diese großen globalen Visionen, die dann auch im Weltwirtschaftsforum diskutiert werden und so, die sind alle auf Abhängigkeit aus, im Grunde, ja, von dieser globalen Kontrolle. Und vielleicht würde das den Hunger auch senken. Das kann durchaus sein, dass die das schaffen würden damit. Aber es gäbe halt wesentlich einfachere und Methoden, die die Menschen viel freier machen würden, wie das halt auch gehen würde. Ja, und es muss nicht die globale Lösung für alle Staaten sein. Und sollte auch nicht, ja. Wir kriegen es ja jeden Tag mit, was die Gefahr von diesen Abhängigkeiten jetzt eigentlich ist und für diesen Zentralismus, ja. Dass wir überhaupt Öl aus irgendwelchen Schurkenstaaten brauchen. Wäre es nicht viel cooler, wenn wir denn Technologie hätten, wie wir das selber machen könnten? Genau. Noch ein paar Zahlen zum Mitnehmen. Das Vermögen der 10 reichsten Menschen ist seit Beginn der Pandemie um rund 144 Milliarden, von rund 444 Milliarden auf 256 Milliarden US-Dollar gewachsen.
Allein dieser Gewinn entspricht annähernd dem Gesamtvermögen der ärmsten 40%, also 33 Millionen Deutschen. Also da geht es jetzt um die Zahlen in Deutschland, ne? Allein in Deutschland haben die also über die 10 reichsten Deutschen über 100 Millionen zusätzlich an Vermögen angehäuft. Währenddessen erreicht die Armutsquote in Deutschland mit 16,1% einen Höchststand. Und dann wundert man sich, warum Leute sich Verschwörungstheorien widmen und warum die auf gewisse Narrative einsteigen und warum die so unzufrieden sind und verzweifelt, ja. Ist immer wieder erstaunlich. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und es wird leider nicht besser von den Nachrichten her. Chatkontrolle. Ist die Chatkontrolle das Ende des digitalen Briefgeheimnisses? Also es ist ja ziemlich bekannt, dass das digitale Briefgeheimnis so eigentlich schon gar nicht mehr existiert und auch nie existiert hat im Grunde. Jetzt gibt es also einen EU-Entwurf, muss man dazu sagen. Und zwar eine Erweiterung der Chatkontrolle. Also es gab im Juli 2021 bereits einen Mehrheitsbeschluss, der den freiwilligen Einsatz einer Chatkontrolle zustimmt, wovon aber bisher nur unverschlüsselte Dienste wie Gmail und Facebook Messenger oder Xbox überhaupt Gebrauch machten. Also du hast dann sozusagen digitalen Plattformen, die halt einen privaten Chat anbieten, den freiwilligen Einsatz nahegelegt. Ja, dass man ja, die Chats nach einem gewissen Algorithmus ausliest und dann zum Beispiel kinderpornografische Inhalte dann diese KI rausfiltert und meldet. Ja, und dann sind diese Betreiber sozusagen dazu verpflichtet, das den Behörden weiterzugeben. Das hört sich jetzt erstmal ganz edel an, weil Kinderpornografie ist natürlich ein Riesenproblem und da gibt es gewisse Netzwerke, da gibt es gewisse Dunkelziffern und das benutzt jetzt halt die EU-Kommission, um ja einen verpflichtenden Einsatz der Chatkontrolle durch alle Anbieter zu vollziehen. Es geht natürlich immer, es wird ja um es natürlich den Menschen schmackhaft zu machen, werden natürlich dann immer gewisse Themen rausgeholt, also Kinderpornografie oder es dient der Sicherheit, es gibt weniger Kriminalität. Deswegen, man hat ja schon länger versucht, da am Briefgeheimnis zu rütteln auch und ja, ist auf jeden Fall, ich habe das gar nicht mitbekommen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr erschreckende Entwicklung. Ja, also ich find's schon krass. Also ich weiß auch gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, also es ist ja, im Grunde läuft es ja so ein bisschen wie der Staatstrojaner, ja, dass Sicherheitsbehörden bei dir so ein, ja, einen Trojaner drauf installieren können und dann halt eben, dass dann ausgelesen wird, was verdächtig ist und was nicht. Und dafür brauchst du auch gar keinen richterlichen Beschluss mehr. Weil normalerweise dringst du ja eigentlich in eine Wohnung ein, wenn man so will. Ja, du dringst ja in den privaten Raum ein. Das ist halt ein digitaler privater Raum. Und wenn jetzt die Polizei bei dir einreiten will, dann braucht die ja einen richterlichen Beschluss. Und das ist ja dann eigentlich komplett, das darf ja jetzt ein Privatbetreiber einfach machen. Im Grunde, ja. Die dürfen dann deine Chats durchsuchen, weil eine gewisse KI das gemeldet hat. Und das Problem mit diesen KIs ist halt auch, dass die nicht immer zu 100% genau sind. Und dass du diese KIs auch umgehen kannst mit einer gewissen Geheimsprache, was auch immer. Und wenn da natürlich Kriminelle wissen, ja, okay, Chatkontrolle und so weiter, dann wird halt eine gewisse Geheimsprache angewandt oder es wird dann einfach nicht mehr darüber kommuniziert, sondern wo, ja, in anderen Foren. Und also die Frage ist halt, ob das überhaupt was bringt im Kampf gegen Kinderpornografie. Wobei das natürlich nur ein Aufhänger ist, weil wenn die EU ernsthaft was gegen Kinderpornografie machen würde, dann hätten sie schon längst die Strafen erhöht, dann hätten sie schon längst dieses Thema auch wirklich mal ins Bewusstsein gerückt und mal ein bisschen Ermittlungsarbeit geleistet, wie groß das Problem eigentlich ist und wer diese Netzwerke da hinten anführt und leitet. Weil es ist ja nicht nur das Problem, ist ja nicht nur der Konsument, sondern vor allem das größte Problem ist ja der Ersteller. Ja, weil da findet ja dieser Missbrauch statt. Ja, genau. Und ja, die Mehrheit von befragten Bürgern, eine Umfrage hat ergeben, dass 80% sich gegen eine Anwendung auf Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation aussprechen. Das heißt also, selbst verschlüsselte Kommunikation wird ausgelesen. Da kann man dann auch nichts gegen machen. Ja, es gibt da mehrere, also in diesem Entwurf sind da mehrere Dinge, die dann geregelt sind. Also
Vorgesehen ist die Chatkontrolle, Netzsperren, verpflichtende Altersverifikation für Kommunikations- und Speicherdienste. Das heißt, es könnte dann dazu führen, dass du zum Beispiel deinen Ausweis einscannen lassen musst und entsprechend dem Anbieter solcher Chatportale schicken musst. Ja, da steht dann eben nicht nur dein Alter drauf, sondern auch dein Name, Vor- und Zuname, Geburtsdatum, was auch immer. Also das hat ja mit Altersverifikation erstmal nichts zu tun. Ne? Ebenfalls in dem Vorschlag enthalten ist ein Ausschluss Minderjähriger aus App-Stores. Also alles, was dann kommerziell betrieben wird, da dürfen dann keine Minderjährigen sozusagen an diesen Chats teilnehmen, ne? Weil das Missbrauchspotenzial vielleicht auch da ist. Als Kommunikationsdienste sind betroffen Telefonie, E-Mail, Messenger, Chats, auch als Teil von Spielen und auf Datingportalen, ja, da wird dein Flirtversuch ausgelesen und Videokonferenzen, ja, also auch eine sprachliche Aufzeichnung, vielleicht sogar eine bildliche. Nicht, dass die uns jetzt schon zuhören hier. Ja, also eigentlich ist alles betroffen, was du irgendwie technisch kommunizierst, um es mal zusammenzufassen. Ende zu Ende verschlüsselte Messenger sind nicht ausgenommen, ja, haben wir gerade schon gehabt. Ja, gut. Ich meine, da ich sowieso noch nie eine Dating-App benutzt habe, ja, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Ja, gut, aber da kommen ja meine Sexnachrichten jetzt raus und alles, meine Nacktbilder, die ich da schicke. Aber End-zu-End-Verschlüsselung finde ich krass. Also, ja. Man ging ja davon aus, dass End-zu-End-Verschlüsselung bedeutet, dass es eine End-zu-End-Verschlüsselung ist. Aber anscheinend doch nicht. Naja, das Ding ist ja auch, sobald die KI anschlägt, also irgendeine verdächtige Nachricht oder irgendwas auch immer ausfindig gemacht hat, ist egal, wirklich egal, ob sich der Verdacht dann bestätigt oder ob das nicht einfach ein Fehlalarm oder eine Fehlmeldung ist. Ja, diese Sachen muss man dann sozusagen den Behörden weitermelden, dass die sich das nochmal angucken. Also die können dann nicht den Richter spielen und sagen, nee, hat sich nicht erhärtet, das hat gar nichts damit zu tun. Sondern die müssen das den Behörden melden. Die müssen denen wahrscheinlich dann jedes Mal, wenn die werden dann eine ganze Liste an verdächtigen Bildern oder Nachrichten dann sammeln und das geht dann alles zu Ermittlungsbehörden. Und da ist hundertprozentig irgendwann auch mal was von Leuten dabei, die überhaupt nichts sich zu Schulden haben kommen lassen. Ja, natürlich. Das ist immer der Fall. Also das ist ja gerade das Problem, dass du in solchen Situationen dann der Großteil ist ja komplett, ja, ist nicht betroffen davon oder ist einfach unschuldig, genau, wollte ich eigentlich sagen. Also ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass der Großteil der Menschen ja immer unschuldig ist, also gerade auch bei diesen Sicherheitsgesetzen und trotzdem dann davon betroffen ist einfach. Das ist halt einfach grundsätzlich das Problem bei solchen Gesetzen, dass die halt immer so auf die Allgemeinheit zielen und du eigentlich als Individuum dann auch davon betroffen bist, obwohl du eigentlich dann ja gar keine Probleme bereit ist. Ja, und es ist ja auch immer so dieser Paradigmenwechsel, der immer wieder weitergeführt wird. Also es ist ja bestimmt nicht das letzte Überwachungsgesetz gewesen. Ja, also wenn man die Chatkontrolle eingeführt hat, dann sagt man, ja, ist doch gar nicht so schlimm und da werden doch nur verdächtigte Inhalte weitergeleitet und keine Ahnung was. Naja, und irgendwann geht's halt immer wieder einen Schritt weiter. Ja, dann heißt, oh, wir haben immer noch ein Problem mit Kriminalität oder Kinderpornografie, jetzt müssen wir halt noch einen Schritt weiter gehen und ja, wir sind ja genauso unwillig, das zu tun, aber das muss jetzt halt sein und irgendwann sagen die Leute, weil sie so zermürbt sind und weil sie das eigentlich schon gewohnt sind, dann sagen die halt, okay, fuck it, dann lese halt alle meine Nachrichten aus, ja, ist doch mir egal, wenn man dafür so ein paar Terroristen finden kann oder ein paar Leute, die Missbrauch begehen oder die Kinder mit Kinderpornografie dealen und so, dann bin ich ja jetzt nicht ein Unmensch und sag dann, nö, wegen meiner Privatsphäre, ja, dann wird dir das vielleicht als Egoismus verkauft oder sowas, ja. Das ist dann wie in der Smart City Charta, über die habe ich auch mal einen Text geschrieben, der ist dann von einem Altruismus des Datenteilens die Rede beispielsweise, ja. Da wird es dann als gut vermarktet und als sozial gut angesehen, wenn du möglichst viele Daten von dir preisgibst, ja. Also da gibt's dann vielleicht irgendwann eine gewisse Art von Diffamierung, wenn du dann machst du dich schon verdächtig, wenn du dann gewisse Sachen geheim hältst und eben nicht teilst. Also auf die Ebene könnte das dann irgendwann vielleicht sogar gehen. Ja, diese KIs, ja, also um mal zu verdeutlichen, wie ungenau die sind. Laut Schweizer Bundespolizei haben diese Hash-Verfahren, so heißen die nämlich, also das ist dann die spezielle Methode, wie man das macht,
Die haben dazu geführt, dass 87% der Meldungen strafrechtlich irrelevant sind. Also da hat sich dann die KI irgendwas ausgeguckt, genau, was halt so nicht in Verbindung zu bringen ist. Ja, weil das ist halt auch die Schwäche der KI. Die KI verbringt keine kognitive Verknüpfungsleistung, sondern die sucht halt nach Mustern. Und das ist nicht immer so hundertprozentig genau. Aber es ist halt wieder diese Salami-Taktik. Ja, man baut halt schrittweise. Im Grunde, das sind Grundrechte, die da abgebaut werden. So still und heimlich. Ja, das Recht auf Privatsphäre, ja, das Briefgeheimnis, das kann man eigentlich nicht so einfach hinnehmen. Das ist genauso wie mit diesem Volkszensus, der da jetzt kommt, ja. Den hat man ja auch schon als selbstverständlich akzeptiert, obwohl in den 80ern da noch Riesendemonstrationen drüber waren und sogar vor dem Bundesverfassungsgericht eine gewisse Einschränkung, wie man diesen Zensus vollziehen darf, erstritten worden ist. Das ist ja heutzutage banal sogar. Doch, da fragt mich halt jemand, wo ich wohne und wie viele Haushalte und keine Ahnung. Nur das mal mit diesem digitalen Überwachungsapparat vergleicht. Ja klar, das hört da ja nicht auf. Das wirkt sich ja dann auch auf andere gesellschaftliche Bereiche aus. Ja, und wie gesagt, wo ist die Grenze? Also du kriegst ja keine klare Grenze formuliert, so von wegen, oder dass da mal das Verfassungsgericht einschreitet. Das ist eine gute Überleitung. So von wegen, ja, liebe Politiker, also so weit dürft ihr gehen und sonst nicht mehr. Aber gut, auf EU-Ebene kann das Verfassungsgericht nicht viel machen, ne? Ja. Ja, genau, das ist eine gute Überleitung, Stefan. Ja, Stefan, das ist eine gute Überleitung. Wir kommen zur Figur des Monats. Ja, die große Kür steht wieder an. Und das ist eine Person, die ich schon sehr, sehr länger genau für diese Kategorie, die wir immer wieder bespielen hier, im Auge hatte. Weil es ist für mich die perfekte Figur. Es ist eine typische Figur und sie übt leider ein wichtiges Amt aus, wird aber aus meiner Sicht... Ja, es ist eher nicht dem Amt verpflichtet, sondern derjenigen, die an den Fäden dieser Figur ziehen. Und das ist Stefan Harbart. Er bekleidet ein sehr, sehr hohes Amt und es war als Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Klar, die meisten von euch kennen ihn, aber es ist erstaunlich, wie viele Stefan Harbart wahrscheinlich nicht kennen, wenn man sich mal so umhören würde. Ja gut, ich weiß nicht, ob seine eigenen Eltern ihn überhaupt kennen, aber ich gehe mal davon aus. Warum glaubst du, der ist verletzt worden in der Kindheit? Nee, es gibt im Griechischen ein Sprichwort, man sagt nicht mal seine eigenen Eltern kennen ihn. Also das heißt so viel wie, der ist komplett unbekannt einfach. Ja, Stefan Harbart ist halt so eine Person, die eigentlich extrem relevant ist, aber irgendwie kennt man ihn nicht wirklich, also außerhalb bestimmter Kreise. Genau, ja, weil er eigentlich erstaunlich wenig im Fokus steht. Und zumindest in dieser massenmedialen Aufbereitung. Und ja, wir beginnen mal mit der Laudatio. Das hat er sich verdient. Wir sollten da noch so eine pathetische Musik einführen jetzt hier. So. Das wäre eigentlich ziemlich geil. Vielleicht sollten wir ans Bundesverfassungsgericht so einen Plastikpokal schicken. Ja, stimmt, genau. Wir müssen es ein bisschen besser aufziehen noch, finde ich. Aber das ist Zukunftsmusik. Ja, wir fangen mal an. Seit Mai 2020 ist er Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Er wurde im Bundesrat einstimmig gewählt. Und ja, er hat als Vorsitzender des Bundesverfassungsgerichts, als Präsident, ein wegweisendes Urteil diesen Monat auf den Weg gebracht, was unser Aufhänger dafür ist, ihn mal des Lebenswerks aber auch zu würdigen. Und zwar die einrichtungsbezogene Impfpflicht gegen das Coronavirus ist verfassungsgemäß. Da können wir alle beruhigt sein. Sie haben das geprüft, das ist verfassungsgemäß. Da geht alles mit rechten Dingen zu. Die Regierung hat super gehandelt. Die haben das alles schon im Blick gehabt. Und ja, jetzt können wir eigentlich auch die Sendung beenden, oder sowas? Ist ja alles gut in Deutschland. Ja, genau. Ja, okay. Also super Urteil, Stefan Harbart. Nee. Es geht natürlich noch weiter. Also, mal Schluss der Ironie. In diesem Urteil wurden eben nicht gewisse Dilemmata abgebildet, die wir unter anderem auch schon auf Generaldebatten aufgezeigt haben, dass eine Impfpflicht eigentlich ja im Grunde eine Körperverletzung ist laut Strafrecht und diese erstmal diesen Fremdschutz mit sich bringen muss, was bei der Impfung gegen SARS-CoV-2 sehr, sehr schwach ausfällt, wenn überhaupt. Aber all diese Sachen wurden überhaupt nicht diskutiert, berücksichtigt, widerlegt, durchdekliniert. Sondern es wurden unter anderem RKI-Sachverständige gefragt, ja, und herangezogen. Und es wurde sich auf RKI-Lageberichte berufen. Unter anderem mit Zahlen, die
vom Verfassungsgericht als Beweis für die geringere Ansteckungsgefahr seitens Geimpfter herangezogen wird, ja, wodurch man dann vulnerable Gruppen in, ja, zum Beispiel Krankenhäusern oder Altenheimen und so weiter schützen kann vor dem Virus. Aber diese Zahlen, das ist ein bisschen blöd gelaufen, da ist ein Fehler passiert, die beziehen sich eigentlich nur auf das Risiko, schwer zu erkranken, gar nicht auf den Fremdschutz. Aber es werden sicherlich noch andere Argumente da gefallen sein. Aber Fehlanzeige. Also es würde kein unabhängiger Sachverständiger gefragt. Es wurde eine Behörde zitiert, die dem Gesundheitsminister untersteht, den eigentlich ja das Bundesverfassungsgericht in diesem Verfahren kontrollieren müsste. Es wurde eben nicht erklärt, warum es zu rechtfertigen ist und nach welchen Mustern und wie weit das im Grunde jemand, der auch nur als Handwerker in einem Krankenhaus arbeitet und da einen Auftrag kriegt, unbedingt eine Pflichtimpfung über sich ergehen lassen muss, was einer Körperverletzung gleichkommt im Grunde, ja, wenn er dem nicht zustimmt. All das wurde eben nicht abgewogen und das Bundesverfassungsgericht ist ja eigentlich auch so eine Art Richtungsgeber für untere Gerichte. Ja, also da gibt es ja gewisse Grundsatzentscheidungen und daran können sich dann untere Gerichte, sollte denn so ein Rechtsstreit mal vorliegen, orientieren. Aber dieses Urteil ist dafür nicht geeignet. Das sagt nicht nur ich, das haben auch schon diverse Juristen gesagt. Also es gibt ein Video zum Beispiel von der Kanzlei Rohring, glaube ich, auf YouTube dazu, die das dann auch so ein bisschen kritisiert hat. Und da fragt man sich ja wirklich, was ist dieses Verfassungsgericht eigentlich wert, wenn es seinen eigentlichen Kernaufgaben gar nicht nahe kommt, sondern eigentlich nur noch im Nachhinein das Regierungshandeln legitimiert? So kommt es einem ja zumindest vor. Ja, und ich finde generell, dass die Verflechtung von der Politik und der Wirtschaft halt ein großes Problem ist. Also gerade im Hinblick darauf, dass jemand wie Habert, der früher als CDU-Politiker tätig war, überhaupt oberster Richter werden kann in unserem Land und auch zum Beispiel als ja Anwalt damals eine Wirtschaftskanzlei große Unternehmen vertreten hat und jetzt eigentlich unabhängig sein soll. Also ich finde, das sind einfach Widersprüche und da sollte es eigentlich grundsätzlich eine Debatte darüber geben, ob wir das so haben möchten, dass diese Verflechtungen einfach hingenommen werden. Und also ich finde, es ist ein großes Problem grundsätzlich. Jetzt. Naja gut, grundsätzlich ist ja auch das Problem, dass Verfassungsrichter ja vom Bundestag im Grunde bestimmt werden. Also da schließen sich dann die verschiedenen Fraktionen zusammen und der Präsident des Verfassungsgerichts wird ja vom Bundesrat entschieden. Also das sind dann im Grunde die Vertreter der Landesregierungen. Und gerade im Thema Corona haben ja die Ministerpräsidenten der verschiedenen Länder ja auch eine ganz große Rolle dann gespielt und ja auch im Grunde Kompetenzen gehabt in dieser Ministerpräsidentenrunde, die ja so verfassungsgemäß ja eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Und dieser Stefan Habert ist halt wahrscheinlich aber trotzdem jemand, der nochmal krasser mit den politischen Strukturen verflechtet ist. Er ist seit 2018 Verfassungsrichter, hat zuvor aber noch nie als Richter gedient. Also er ist eben nicht durch diese juristische Institutionen gegangen, er hat eben nicht die Erfahrung gesammelt, wie es ist, als Richter zu arbeiten, sondern nur als Anwalt. Das ist ja ein völlig unterschiedliches Arbeiten im Grunde. Er hat in Heidelberg studiert, er hat ein Referendariat beim Kammergericht in Berlin gemacht, er hat in Heidelberg promoviert, dann kam ein Master of Laws an der Ivy League an der Universität Yale, ja, an einer Elite-Uni. Und währenddessen war er Rechtsanwalt oder währenddessen war er schon Partner, ja, während seinem Studium und nach seinem Studium war er Rechtsanwalt in der Großkanzlei Sherman and Sterling. Ja, Sherman and Sterling ist eine ziemlich interessante Kanzlei, weil das ist auch so ein Elitekader, die unter anderem gerade an der Universität Yale ihre zukünftigen Anwälte rausholen. Sherman und Sterling haben schon zum Beispiel die Ford Company beraten und Familien wie Rockefeller. Also die sind da sehr miteinander verknüpft. Ja, es ist eine internationale Kanzlei und Kanzleigründer John William Sterling hat auch seinen Abschluss an Yale gemacht und war Mitglied der Geheimgesellschaft Skull and Bones. Und nach dem Tod hat er der Uni dann Vermögen gespendet. Ja, also diese Kanzlei ist auch schon mehrere hunderte Jahre alt, glaube ich sogar. Und über Skull and Bones kann man eine eigene Sendung machen. Vielleicht machen wir das auch irgendwann. Aber das ist ja auch so ein, wer das nicht kennt, das ist eine Studentenverbindung an der Uni Yale. Und da kommen jedes Jahr eigentlich nur noch 15 frische junge Männer. Also das sind, glaube ich, immer noch keine Frauen erlaubt, wie ich das weiß. Weißt du das besser? Nee.
Ich glaube, nur Männer, nur junge Männer kommen dann zusammen in diese Verbindung rein, die werden dazu berufen, also da kannst du jetzt nicht einfach vorbeikommen und sagen, oh, ich würde gern mitmachen. Und jedes Jahr, also 15 in den ganzen USA, kommen in diese Skull and Bones Verbindung. Und das ist eigentlich bekannt als so eine Art Elite-Kader, ja, von Leuten, die überproportional oft in ganz hohen politischen Ämtern landen, in ganz hohen juristischen Ämtern oder dann eben ganz, ganz oft wirtschaftliche Erfolge vorweisen können. Also es gibt unzählige Staatssekretäre, Minister, die aus diesen 15 pro Jahr resultieren. Es gab, glaube ich, schon mittlerweile vier Präsidenten, die Bonesmen waren, die aus Skull & Bones kommen. Im Präsidentschaftswahlkampf 2004, glaube ich, als George W. Bush gegen John Kerry angetreten ist. War das 2004? Ich glaube schon. Oder? Ja, es war 2004, Ja. ja. Da war sowohl John Kerry als auch George W. Bush aus Skull and Bones, aus diesem Elite-Kader. Ja? Also der Bush-Clan ist da ganz groß vertreten gewesen. Sogar Bushs Großvater war schon bei Skull and Bones. Übrigens sehr eng vernetzt mit den Nazis, mit den deutschen Nazis, ja. Sein Vater natürlich auch und dann eben auch George W. Bush. Und dann treten also zwei Präsidenten gegeneinander an, die aus einer elitären Studentenverbindung stammen, die höchste Loyalität von ihren Mitgliedern abfordert, wo bekannt ist, dass da irgendwelche Vernetzungen schon stattfinden im Hinblick auf später, die dann als ideologische Gegner gegeneinander antreten. Das muss ich einfach mal vorstellen, ja? Und die kommen beide aus Skull and Ja. Bones. Ja. Ja, klar, ich meine, man sieht es auch gerade im obersten Gerichtshof in den USA, dass wo die Richter natürlich auch politisch bestimmt werden durch den Senat und es da einfach auch enge Verflechtungen zwischen den Richtern und der Wirtschaft beziehungsweise gewissen Lobbyinstitutionen gibt in den USA. Also die Richter werden größtenteils aus bestimmten Institutionen heraus oder Vereinigungen heraus gewählt. Zum Beispiel die Federalist Society, die einen Großteil der konservativen Richter stellt und die beeinflussen dann auch die Auswahl der Kandidaten. Also Trump hat zum Beispiel eine Liste vorgeschlagen bekommen an konservativen Richtern und hat sich dann im Grunde genommen anhand dieser Liste einen Richter ausgesucht, den er dann später zum obersten oder zu einem Richter ernannt hat im obersten Gerichtshof. Und das ist halt auch so ein großes Problem. Also das sehen wir jetzt auch in Deutschland, diese Verstrickung zwischen der Wirtschaft und jetzt auch dem Gerichtswesen im Grunde genommen. Also ist ein großes Problem, wenn du Landesregierungen hast, die im Grunde genommen die Richter auswählen, die dann über die obersten Gesetze entscheiden im Land. Also das hat ja große Auswirkungen. Ja, wie gesagt, und bei diesem Harbert kommt halt auch dazu, also Harbert ist nicht offiziell Mitglied bei Skull and Bones gewesen. Die Mitgliederliste ist sowieso geheim, aber hin und wieder kommen halt ein bisschen was an die Öffentlichkeit. Also es ist nicht bewiesen, dass Harbert jetzt selber bei Skull and Bones war. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, weil er halt eben Deutscher ist. Aber er war eben dann sehr, sehr früh in seinem Studium Partner und dann später ja auch Mitarbeiter bei Sherman and Sterling. Und das ist ja auch eine Kanzlei, die immer wieder diese juristischen Karrieremenschen hervorbringt. Unter anderem Brett Kavanaugh hat auch für diese Kanzlei gearbeitet. Den kennen wir auch noch. Ja, war unter anderem, ist unter anderem auch immer noch, glaube ich, Verfassungsrichter im Supreme Court. Und ist er noch oder hat ihn die Affäre da weggespült? Ich glaube, der ist noch, oder? Nee, der ist noch. Ja, genau. Zum Also Beispiel jetzt nein. und viele andere auch. Also viele, viele Staatssekretäre und auch, ich glaube, ein paar Justizminister kommen dann aus dieser Kanzlei. Also er ist dann, Stefan Harbert ist halt dann eben auch mit diesem amerikanischen Establishment verbunden und von diesem so ein bisschen hochgezüchtet worden. Ja, wenn er das mit den Russen mal gemacht hätte, ne, dann wäre er jetzt weg vom Fenster. Wir machen mal weiter mit seiner Karriere. Nämlich parallel zu seinem beruflichen Aufstieg hat er eine Parteikarriere in der CDU gemacht und da ist er schon mit 16 in die Junge Union eingetreten und mit 44 war er dann stellvertretender Vorsitzender der CDU-Bundesfraktion. Also es war jetzt auch nicht nur irgendein Abgeordneter und Hinterbänkler, sondern der hatte dann schon auch eine leitende Funktion in dieser Fraktion. Also er musste schon die Parteilinie mittragen, er musste sich entsprechend die Verbindungen aufbauen und er hat auch gewisse Verantwortung dann gehabt.
Er hat dreimal eine Direktwahl in den Bundestag bekommen in seinem Wahlkreis Rhein-Neckar. Er war CDU-Vorstand in Baden-Württemberg, also er hat da Sitze gehabt. Er war jetzt nicht der Vorsitzende, aber er war im CDU-Vorstand. Ja, 2018 galt er dann als ein Kompromisskandidat als Verfassungsrichter. Und zwar einigten sich dann Union, SPD, Grüne und FDP auf ihn. Ja, die zwei Abtrünnigen wollen wir mal nicht erwähnen. Die zählen nicht. Und für die vor die Wahl erforderliche Zweidrittelmehrheit kam also dann zustande. Ja, mit seiner Kanzlei hat sich Habert gerne gut dotierte Mandate gesichert. Also er hat während seiner Parteitätigkeit und seiner Tätigkeit als Abgeordneter eine Kanzlei gegründet, eine Privatkanzlei, die unter anderem ihm gehörte. Und damit hat er eben nicht irgendwelche Drogendealer vertreten oder was auch immer, sondern ja, zum Beispiel im Zuge des Abgasbetrugs um VW dann eben den Automobilkonzern, obwohl er eigentlich im Bundestag ja für die Aufarbeitung dieses Skandals mitverantwortlich war. Als unter anderem CDU-Obmann des Rechtsausschusses. Also da gab es wirklich mehrere Interessenkonflikte auf einmal. Aber es ist erlaubt in Deutschland. Ne? Es ist nichts Illegales, was er gemacht hat. Ja, also solange es nicht illegal ist, alles gut. Er ist wenigstens fällt er nicht unter die Chatkontrolle. Dann ist er schon mal gut. Ja, im Rechtsausschuss des Bundestages stimmte Habert unter anderem auch dafür, das Thema Volkswagen von der Tagesordnung zu nehmen. Ja, da hat er dann schon mal seine anwaltliche Tätigkeit gestartet wahrscheinlich. Ja, und er verzögerte den Mindestlohn und trat für härtere Sanktionen bei Arbeitslosen ein. Also, na gut, aber natürlich. Du musst ja auch bedenken, dass er sich als Anwalt dann ja auch jederzeit für die Arbeitslosen einsetzen würde. Ne? Also nicht nur, wenn dann der VW-Auftrag natürlich dann erledigt ist. Ja, natürlich, er würde sich für Arbeitslose einsetzen, wenn sie sich einen Anwalt leisten könnten. Ja, na, ich meine, er ist ja aus Überzeugung Anwalt geworden und mit der Überzeugung Gutes zu tun. Ich meine, ich habe ja nichts gegen seine Tätigkeit als Anwalt, aber ich finde halt das problematisch, dass er das mit der Politik und jetzt mit dem Justizwesen vermischt. Also gerade seine Tätigkeit als Politiker davor, als Anwalt der Wirtschaftskanzlei und dann jetzt eben als Richter am obersten Gerichtshof. Das ist halt das Problem für mich. Naja, es sind ja mehrere Gewalten, die eigentlich getrennt sein sollten, überschneiden sich halt da. Und das ist ja kein Einzelfall. Also wenn man sich zum Beispiel Wolfgang Kubicki anguckt, der vertritt einen der Angeklagten im Cum-Ex-Prozess zum Beispiel. Ja? Das ist ja auch eigentlich ein Ding, was der Bundestag aufarbeiten sollte. Ja? Und ein Abgeordneter, ich meine, es gibt so viele Spitzenanwälte in Deutschland, die mit dem Bundestag, ja, zumindest vordergründig nichts zu tun haben, aber es muss Wolfgang Kubicki sein. Ja, und der gibt sich dann auch dafür her, den zu vertreten, obwohl das eigentlich gerade ein Riesending im Finanzministerium war, ja, wo ja auch ein Insider gearbeitet hat, der dann gewisse Liberalisierungsgesetze vorangebracht hat, was diese Geschäfte angeht, und wo ja auch noch längst nicht alles aufgearbeitet ist, wie da die Politik drin verstrickt ist. Ja, also Stichwort Olaf Scholz und Johannes Kahrs und so weiter. Wolfgang Kubicki vertritt dann einen der Hauptdrahtzieher oder einen der Hauptprofiteure dieses Cum-Ex-Geschäftes. Ja, und er muss dann aber gleichzeitig im Bundestag, muss er dafür sorgen, dass es anständig aufgearbeitet wird. Ja, und das muss eigentlich auch dafür sorgen, dass diese Geschäfte der Vergangenheit angehören. Das ist, für mich sind das Interessenskonflikte. Du kannst nicht einfach über Nacht sozusagen, oh, jetzt bin ich aber in einer anderen Tätigkeit, komplettes Gegenteil von dem machen, was du in der anderen Arbeit machen musst. Ja, du kannst nicht einerseits VW als Anwalt vertreten und die sozusagen für diese Seite argumentieren und gleichzeitig als CDU-Obmann im Rechtsausschuss dafür sorgen, dass das Ding aufgearbeitet wird und dass da gewisse Sachen ins Tageslicht kommen. Diesen geistigen Spagat kriegst du nicht hin. Das ist einfach so. Ja. Das ist rein menschlich schon so. Das ist das große Problem. Du kriegst auch diese, das ist ja im Grunde auch allein, dass er CDU-Mitglied ist und zwar ein hochrangiges CDU-Mitglied war. Ja, also wie gesagt, stellvertretender Bundesfraktionsvorsitzender. Das ist wie wenn du einen Schiedsrichter bei einem Fußballspiel hast, jetzt in Bezug auf dieses Verfassungsgericht, ja. Und dieser Schiedsrichter, der pfeift unter anderem eine Mannschaft, wo er noch Vereinsmitglied ist und wo er vor einem Jahr noch Trainer war. Ungefähr so ist es.
Es ist vergleichbar damit. Ja, du kannst nicht objektiv die Politik der Regierungsparteien beurteilen. Schon gar keine Politik, die wie bei diesem Corona-Impfpflichtgesetz oder jetzt auch bei der Bundesnotbremse, die er auch durchgewunken hat, die dann halt auch deine eigene Partei zu verantworten hat, ja, oder andere Kontakte, die du da geknüpft hast. Der Typ ist im Kopf Politiker. Ja, wenn oder halt einfach Handlanger von irgendwelchen Wirtschaftseliten. Der kann nicht sofort umschalten und sagen, okay, jetzt überwache ich euch aber, liebe CDU. Ja, ich bin aber trotzdem noch CDU-Mitglied und habe da jahrelang Diäten abgestaubt und mich in der Parteilinie nach oben geschleimt. Ja, das funktioniert so nicht. Vergiss es. Also deutsche Justiz und Unabhängigkeit ist doch sehr in Zweifel zu sehen, wenn man sich mal den Werdegang und das Wirken von Stefan Habert anguckt. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, genau. Ich mache noch mal kurz einen Rausschmeißer. Am 30. Juni 2021 trafen sich einflussreiche Mitglieder des Bundeskabinetts und Stefan Habert und andere Verfassungsrichter bei einem Abendessen. Und Habert selber soll anscheinend laut Informationen der Welt am Sonntag den Anstoß gegeben haben, die Tagesordnung zu verändern, und zwar im Hinblick auf Corona. Und also es lagen mehrere Anträge auf den Tisch, zum Beispiel den Antrag zur Bundesnotbremse, den verfassungsrechtlich zu prüfen. Ja? Und du sitzt dann mit den Leuten, die das zu verantworten haben, als zuständiger Richter mit am Tisch, mit deinen Kollegen auch noch. Und du bringst dieses Thema selber auf die Tagesordnung. Obwohl du genau weißt, ah, da steht noch was aus, da steht ein Urteil aus. Allein, dass du dich mit denen triffst zum Abendessen, ist schon verwerflich, ja, weil das eine gewisse Nähe erzeugt, die du nicht einfach ausknipsen kannst. Aber dann sprichst du auch noch das Thema an, was irgendwie im Raum steht und worüber dann die nächsten Wochen entschieden werden wird. Und was übrigens auch für Deutschland ziemlich krasse Urteile sind, weil ich meine, wir hatten halt nun mal massivste Grundrechtseinschränkungen, die auch in der deutschen BRD-Geschichte zumindest beispiellos sind. Ja, und darüber muss er dann entscheiden und da muss er dann Grenzen setzen. Aber genau diejenigen, die es zu verantworten haben und wo er das eigentlich neutral prüfen muss, mit denen spricht er dann mal über das Thema. Ja, wie sieht es denn aus und was gibt es denn da für Schwierigkeiten und keine Ahnung. Das ist unglaublich, ja. Und das sind handfeste Skandale. Das sind für mich Rücktrittsgründe. Schon längst. Ja, normalerweise. Ja, aber es gibt keine Rücktritte mehr. Zumindest nicht, wenn es um solche Dinge geht. Wie gesagt, wenn er diese Verknüpfungen nicht zur amerikanischen Elite hätte, sondern zur russischen, wäre das was ganz anderes, ja. Dann gäbe es diese Rücktrittsgründe. Naja, gibt es noch ein abschließendes Wort zu sagen? Dann übergeben wir den Preis symbolisch. Ja, ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, Also, wirklich verdient groß, und. großartige Leistung. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich jemals diesen Preis gewinnen werde. Deswegen kann ich nur den Hut davor ziehen, vor seiner Leistung. Ja, und ich meine, die Liste ist ja noch nicht so lang von denjenigen, die den Preis gewonnen haben. Ja, Ja. und ich muss schon sagen, Ja, ich. vielleicht hätten wir den Yale-Präsidenten oder so hierher für die Laudatio, weißt du? Das bin nicht die. Ich glaube, wir haben die so ein bisschen negativ gehalten, kann das sein? Ich weiß nicht. Ja, nee, wir haben ja eigentlich nur, ist eigentlich objektiv benannt, was seine Vergangenheit ist. Also ich Ja, denke, also in so einer Laudatio macht man ja erstmal was übers Lebenswerk und. Ja, ja. eben, das haben wir ja gemacht. Ich meine, er hat eine, ja, und ich meine, sein Lebenslauf liest sich ja schon beeindruckend, also. Und er ist halt auch ein windiger Bursche, muss man sagen, gell? Also er kann das halt auch. In dem, was er macht, ist er gut. Er macht halt nur nicht das, was er machen soll, aber. Ja, klar, aber es ist ja immer im Auge des Betrachters, was man machen soll. Ja, Also, gut, klar. ja. Also. In Bezug auf VW macht er das absolut korrekt und richtig und in Bezug auf die Bundesregierung auch. Da ist das Urteil ist super gewesen, ja, ganz, ganz klar. Und die Demokratie funktioniert in Deutschland, der Rechtsstaat. Er sieht sich im Recht, also er ist ja Jurist, also er sieht sich im Recht in dem Wir sind ja Fall. keine Juristen, also was maßen wir uns eigentlich an, jetzt hier seine Leistungen zu Ach, bewerten? Ja? wir haben keine Ahnung, wie das Du Business hast funktioniert. Nicht in Yale studiert, er schon. Ja, er ist ein Experte. Hier, das läuft halt dann nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ja, klar, ich meine, Yale, das ist schon,
Das sagt schon was aus. Richtig, das ist ein Name. Also, dann wären wir auch zum Ende der Folge gekommen. Danke, danke, danke fürs Einschalten, falls ihr überhaupt noch dran seid. Und ja, in einem Monat kommt die nächste Folge und eine neue Figur des Monats. Lasst euch überraschen. Und abonniert bitte diesen Kanal, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Ihr könnt euch auch umgucken und besucht unseren Blog www.generaldepartment.com. Da werden jetzt in Zukunft wieder ein paar mehr Inhalte kommen. Da kam jetzt mal eine Zeit lang nichts, aus zeitlichen Gründen. Aber ich glaube, da steht ein bisschen was in der Pipeline, sowas, soviel ich weiß. Ja, genau. Und genau, dann folgt uns noch auf Twitter, damit wir die Meinungsfreiheit retten und damit Elon Musk uns mit den besseren Algorithmen pushen kann. Ja, ich hoffe, Elon Musk blockiert mich auf Twitter. Warum? Dann bin ich irgendwie famous, also keine Ahnung. Ja, dann kannst du zum Spiegel rennen und sagen, ja, Zensur auf unter Elon Musk ist furchtbar geworden und der hat das alles kaputt gemacht und so. Dann, ja, vielleicht kann man so einen Honeypot legen. So, ja, ich hatte hier 5000 Abonnenten und ja, ich habe nur drüber aufgeklärt, was wie rechts Elon Musk ist oder sowas. Ne? Ich muss ehrlich sagen, ich bereue den Tag, an dem ich herausgefunden habe, wer Elon Musk überhaupt ist. Nein, ich nicht. Ich finde den voll interessant, ohne Witz. Ich finde dem höre ich am liebsten zu von all diesen Tech-Giganten und Tech-Gläubigen und Transhumanisten. Da höre ich Elon Musk am liebsten zu. Ich finde die Interviews am unterhaltsamsten so. Der hat dann immer so einen Tunnelblick. Ja, und da denke ich mir so, Alter, hat er sich irgendwie was reingepfiffen oder sowas. Und ja gut, er raucht ja Gras, also. Ja, wenn das alles ist. Ja, aber er ist halt auch so, er hat so diese naive Tech-Gläubigkeit, wie so ein kleiner Junge so ein bisschen, ne? Oh, guck mal das Auto! Und ja, er erzählt halt dann immer nur diese positiven Versionen aus, oh, der Chip im Gehirn, der kann psychische und neurologische Krankheiten heilen und so weiter. Ja, und das haben wir dann die DARPA beispielsweise, das ist Pentagon-Ableger, ja, die dann immer wieder sich so Science-Fiction-Sachen raussucht und die dann unterstützt, ja, um natürlich militärisch zu nutzen. Was das dann für negative Konsequenzen nach sich ziehen würde, wenn halt Geheimdienste und Militärs an diese Technologie gelangen, was ja dann hundertprozentig so sein wird, das sieht er gar nicht, ja, das sieht er gar nicht so, das ist für den gar nicht möglich, das ist alles immer nur toll und Fortschritt und ja, unglaublich. Und es ist ja sogar so, dass SpaceX das Ziel verkündet hat, bis 2015 Siedler auf den Mars zu 2050 Siedler auf den Mars zu bringen und so weiter. Also wie gesagt, das ist Stoff für eine eigene Sendung und da kann man so viel drüber reden, was das für absurde Vorstellungen teilweise sind. Aber die sind halt auch gefährlich, weil diese Menschen halt sehr viel Macht und Geld haben und es sich sehr oft mit auch politischer Macht überschneidet, ne? Genau, ja. Also, dann jetzt endgültig sind wir am Ende und vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Monat Juni und haltet die Augen offen. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ja, ciao.